So, da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. So, warte, mal kurz hier managen. Einen Moment. Einmal kurz hier managen. Aber den Manager machen. So. Okay. Okay, doki, mamoki. Da haben wir ein bisschen Abwechslung, ne? Mal ein bisschen Abwechslung. Nicht mal die gleiche Leier, sonst kann man ja auch auf Dauer nicht mehr hören. Genau. Genau. So, ich muss kurz gucken, ob meine Joints an sind. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit Bloxfruit. Einmal austesten. Ich habe gesagt, letzten Stream, dass ich mal so ein random Game einfach testen werde. Deswegen. Ja, ne? Bisschen Schwund ist immer. Und man kann ja nur deswegen was Neues finden, wo auch alle Leute drauf gehypt sind, wenn man halt es austestet. Ne? Deswegen. Also, ich weiß schon, was im Hype sein wird auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel, voll Johnson an, okay. Johnson an. Das wäre zum Beispiel, Doors. Doors Update. Das werde ich safe, also werde ich sowas schon auseinandernehmen. Aber, ihr wisst Bescheid. So. So, so, so. Dann machen wir mal hier auf die Schanze. Haha. So. Da sind wir auch. Hab gehört, um 18 Uhr natürlich Bed Wars. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich noch das alle sind Elder Tree aufnehmen. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein Gott, Jojo. Wir werden auf jeden Fall heute jetzt Bloxfruit spielen. Ganz genau. Wir werden Bloxfruit spielen. Dann werden wir, wie gesagt, noch eventuell, mal gucken, gegen Ende höchstwahrscheinlich eventuell Bed Wars noch aufnehmen, kurz, ne? Für die Woche. Und, ja, das alles sagen kann. Und noch eine kleine Anmerkung in eine Sache, in Werbung. Nämlich der blaue Fahrausflug, der eigentlich nur im Sommer eigentlich zur Verfügung ist, ist aktuell hier zum Sale da wieder, also ganz kurzfristig, weil aktuell macht ja Roblox diesen Sale hier mit diesem Top-Hat. Und weil ich diesen Top-Hat so krass mal haben wollte, habe gesagt, okay, dann machst du halt einfach, weil das als eine Kombi ja geil aussieht, machst einfach hier ein Sale. Deswegen, wie gesagt, hier sind noch die anderen Items, die eventuell sogar limited werden. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr abchecken wollt, könnt ihr es hier sehen und mal sehen, wie die aussehen. Ich glaube, das ist hier ein bisschen falsch platziert und der hier auch, aber das passt ja schon. So. Aber wir labern gar nicht lange. Ich wollte schon, wir legen uns gar nicht lange. Wir labern gar nicht lange und ich würde sagen, wir hopsen sofort nach Bloxfruit rüber. Ich habe es noch nicht angespielt. Ich lasse jetzt komplett überraschen. Ich habe gehört, es soll schwer sein. Aber wir werden sehen. Ich euch steuere krass vor, sehe ich gerade irgendwie, ne? Warte mal. Hallo, hallo. Okay, ist besser. Hallo, Janik. Hallo, Baby Lukas. Ich komme gleich Kommentare hier im Chat gleich an. Ich muss einmal kurz in Bloxfruit reinjoinen. Einmal kurz in Bloxfruit reinjoinen. Then, how you know it? I don't, ne? You know it. Genau. Ja, wir werden sehen. Ich werde sehen. Und wenn, kann mir einer durchcarry ein bisschen eventuell, ne? Zinker, Zinker. Oh mein Gott, ist das laut. Warte mal kurz. So. So. So, dann gucken wir mal. Blub. So, da sind wir schon. Da sind wir schon. In Bloxfruit, wie gesagt, die Joins sind an. Das heißt, ihr könnt mir hinterher joinen. Das heißt, kommt rein, wir machen das Ding klein. Also, hoffen wir zumindest. So, jetzt guck kurz in den Chat rein. Nein, kein Project Slayers. Wann kommt wieder einen verwerten? Ja, mal gucken, mal gucken.
spielst das schlechteste Spiel in Anime Roblox. In Anime Roblox, okay. Jo. Hallo, Carla. Moin, Faust. Ich denke, du hast es mitbekommen, dass ich oft nicht mehr dabei dir in dem Stream war. Und es liegt daran, dass ich keinen Roblox mehr mag. Und deswegen habe ich mir überlegt, kein Mitglied mehr zu sein. Ist ja nicht schlimm, Yannick. Jede Geschmäcker sind ja anders. Aber auf jeden Fall Ehre, dass du so lange dabei warst. Ich weiß nicht, du hast ja schon hier lila. Das müsste schon ein bisschen länger sein, meine ich. Kein Ding, aber trotzdem Kuss, Yannick. Wie gesagt, die Interessen ändern sich ja. So. Lass mal kurz gucken, was steht hier? Pick a side. Marines oder Pirates? Komm, wir machen mal eine deutsche Übersetzung rein, warte. Okay, wählen Sie eine Seite. Piraten, Marines. Widerstehen den Marines. Das geht ja schon wieder super los. Widerstehe den Marines und kämpfe gegen Piraten. Erstelle dein eigenes deine eigene Piratencrew. Erhalte ein Kopfgeld für hohe Spieler. Schließe dich Piraten an. Schneller. Billiger. Schiffe. Oder was? Schließe dich Piraten an. Schneller, billiger Schiffe. Kopfgelder einfordern. Oh, ich liebe es jetzt schon. Jetzt geht schon wieder super los, ne? Reduziere Lag durch Deaktivieren von Materialien. Empfohlen für Mobilgeräte. Also Leute, was sollen wir machen? Piraten oder Marines? Was sollen wir machen? Pirates oder Marines? Was sagt ihr, ist besser? Ich sage jetzt hier einfach mal von Jojo auf jeden Fall Piraten. Vielleicht bin ich nicht manchmal noch dabei, aber dann ohne Mitglied. Ist ja nicht schlimm, Yannick. Ist ja nicht schlimm. Piraten, Marines, Bundeskanzler. La, geht steuerlich. Kann man Piraten. Piraten scheint dann hier der One and Only zu sein. So. Jetzt bin ich hier. Warte. Kann wir. Oh. Kann man hier. Menü, da will ich hin. Nee, Einstellung, da wo ich hin. Warte, jetzt kann man wieder mit Sound machen, ne? Genau, warte, kurz gucken. Wie das so laut ist. Das zum Thema ist gar nicht laut oder so. Nein, ganz gar nicht. So. Ich muss das noch kurz. Das ist so laut wieder. Ich muss es noch kurz laden. Das ist ja wieder unglaublich. Also ich weiß ja nicht, was diese Anime-Games an sich haben, aber die sind immer so laut. Warte. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Damit kann man leben. Die sind immer so extrem laut. Aber ja, so. Ich carry dich. Okidoki. Oh, Junge. Also Chat, sag mir, was muss ich machen? Also ich habe hier Kampf. Okay. Kann Leute prügeln. Auch gut. Can't take place in the safe zone. Also in der safe zone, okay. Also das kann ich auf ihrer Seite wieder richtig genervt werden. Hallo, Divi Clan. Kann ich hier Gebäude hochspringen? Nee, oder? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, was müssen wir machen hier? Erzählt mal einer. Was kommen sie? Okay, ich folge mal dem, der kommen sie geschrieben hat. Ah, ganz, ganz unauffällig. Ich stehe da, aber sehe den nicht. Auch super. Okay. Zum Interieren klicken. Okay. Bitte wähle eine Quest aus. Banditen unbedingt. Ich mach mal Banditen. Ich weiß nicht, was das in der deutschen Setzung heißen soll. Level 0 Qual. Okay. Bestätigen. Quest angenommen. Okay. Besiege 5 Bandits. 0 von 5. Ah, die sind das, ne? Ja, okay, die sind das. Die aggroneilen Bandits. Da hängen, glaube ich, noch welche rum, ne? Sind das auch Bandits? Bandits, ja. Was? Nein, ich will doch nichts kaufen, hä? Ich wollte doch nur Bandits. Oh Gott. Unbedingt. Unbedingt es ablehnen, genau. Unbedingt es ablehnen. Unbedingt es auf jeden Fall ablehnen. So. Oh. Oh. Oi. Guck mal, so ein Profi einfach. Ja gut, das war's noch mit dem. Früchte hacken. Ich hack.
kann, aber das ist doch keine Früchte hacken, ne? Das ist doch Früchte essen, oder nicht, oder? Oh Junge, geht die ab vor die Post ab wieder, ne? Willst du mit dieser Frucht... Was? Willst du mit dieser Frucht machen? Essen. Frucht essen. Okay. Was kann das jetzt? Habe ich irgendwelche Banditen zum Zusammenkloppen? Habe ich es gegessen und nun? Macht nichts, okay. Dann kloppe ich die einfach so. Tackle. Z? Müsste Y bei uns sein, ne? Ah! Ah, okay, 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 okay. Okay. Ich weiß, wohin es drauf aus will. Ich weiß, wohin es drauf aus will. Wenn es nochmal, oder? Boah, das ist ekelhaft. Bumm! Oha, er ist am runterfallen. Rip. Hat auch gezählt? Nee, hat nicht gezählt. Also, ich tag jetzt ein bisschen hart, aber... Oh, die fetzt man ganz schön hart weg, wenn ich die tackle, ne? Pah! Pah! Einfach gemacht! Einfach zu krass! Unterwegs! Oha! Noch eine Frucht! Ess! Okay, ich esse auch. Ich esse alles, was mir hier, Ah, okay, okay, ja, okay. Warte. Ah, verstehe. Also das heißt, die Früchte geben mir verschiedene Abilities. Ich weiß nicht, auf Dauer oder ob das nur begrenzt ist, aber auf jeden Fall Abilities. Ah, ich sehe, ich sehe. Okidoki. Faust, einfach noch nie One Piece gesehen. Ja, guck mal, das ist das Ding. Der Titel heißt ja nicht umsonst der Anime-Profi. So, verstehst du? So. Das ist permanent, bis du eine andere Frucht isst. Ah, okay. Okay. Bitte wählen Sie eine Quest aus. An Banditen. Ah, ist das Gleiche, ne? Ist das Gleiche wie von gerade eben, ne? Warte mal. Warte mal. Oh. Junge, er ist da voll weggefetzt. Den hat's da mega weggefetzt. Klick mal auf Startklagen. Wo siehst du Startklagen? Jetzt sind wir Statistik, Items schließen und Shop. Ja, das wissen wir. Aber der kommt ja eh zurück von daher. Warte mal. Statistiken klicken auf. Was? Okay. Verfügbare Punkte. Ach so, leveln. Okay, 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 okay. Ja, das ist ein guter... Also was würdet ihr mir empfehlen für den Anfang? Soll ja, habe ich gehört, schwer sein. Also was lohnt sich denn für den Anfang? Wenn man jetzt smart denkt. Also, was würdet ihr sagen, lohnt sich am Anfang, was man hier investieren sollte? Am besten Bloxfruit. Wie meinst du Bloxfruit? Achso, das ist hier unten. Okay. Viermal für Nahkampf. Alles gerecht verteilt. Oh. So, oder wie? Also, ich hab mal so gemacht, ne? Ich weiß, ob das richtig war, ob das gut war, aber... Ne? Ah, Nahkampf. Ja, nee, Nahkampf hat sich verkeilt. Egal. Das können wir nachholen, warte mal. Wow. Das können wir nachholen. Oh, das war die Vergessperrmauer. Ho! Einfach auseinandergenommen. Guck mal. Ich kann nicht mit Waffen sogar gut umgehen im Bett. Boah, das kann Leute auch gut auf den Müll hauen, naja. Krank. Und immer weiter so, okay. Und einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Hier, komm. Sperrmauer! Strike! Boah, Alter. Die haben sich aber überwitzend ins Nichts gefetzt, Alter. Wow. Okay. Wenn du 1K hast, kauf dir Katana. Okay. Dann kaufe ich mir nämlich 1K, hab Katana. Oh. Wo ist denn der jetzt? War ich das jetzt? Ich bin verwirrt. Ich hau einfach auf alles drauf, was hier so in der Nähe ist. Da.
Noch einen Banditen brauche ich noch. Einen Banditen brauche ich noch. Wo ist der hin? Ich glaube, die werden durch irgendwelche Leute, die zu krass OP, einfach komplett die erased ganze Zeit. Ja. Hallo Leute, ich brauche nur einen. Lass mich bitte einen übrig. Bitte. Oh. Ich brauche doch nur einen Banditen. Hallo. Oh. Boah, Junge, was hier abgeht. Ich brauche nur einen Banditen. Bitte, lass mir den einen Banditen übrig. Och, das gibt's nicht. Das ist irgendwie komisch gemacht. Ich will doch. Komm. Komm. Ha! Haha! Super. So. Hier, komm. Jetzt Verteidigung war das, glaube ich, ne? Verteidigung. Alles rein da. So, 4 Punkte. Plus 1? Wo steht plus 1? Egal. 1K, ich hab 1K. Das heißt, Dealer, Sword Dealer hier. Klicken zum Interagieren. Grüße, Schwerterkamerad. Ich verkaufe Anfängerlevel. Schwerter mit gleicher Stärke und Fähigkeiten. Welches wirst du wählen? Katana. Name Katana. Description. A beginner's weapon indicated skill to the cutlass. Kaufen. Boah. Jetzt bin ich ein wahrer Katana-Master. Woo! Komm mal her. Bim, bam, bim, bam, boom. Ja, Mann. Hello, Fuzzy Wuzzy. Hello, Fuzzy Wuzzy. Oh, jetzt hab ich gerade hier wieder Oculus gestartet. Warte mal kurz. So, jetzt. Wow, 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 wow. Zu wild. Okay, Leute. Leute, Leute. Was, also, ich hab jetzt ein Katana. Was ist das sonstige? Set home to private? Was ist das? Would you like to set your home point? Ach so, okay. Unbedingt! Bloxfoods Dealer. Ich suche in der Welt nach Bloxfrüchten. Wenn. Oh, Junge, das ist laut, Alter. Wenn ich eins finde, werde ich es hier in meinem Shop auf Lager. Was? Shop auf Lager haben. Damit du es kaufen kannst. Ansonsten kannst du deine Chance nutzen, eines über die Ozeane zu finden, okay? Buying here will grant you power, bla bla bla. Achso, das, ja, ja. Okay. Ja. Ausgang. Ja, ne? Ganz entspannt. Wo muss ich jetzt hier weiter? Boat Dealer. Oh, was hat denn der denn? Ja. Wähle ein Boot, um es zu kaufen. Oh Gott. Leute, was lohnt sich denn mehr hier? Beiboot, Schlaufe. Nächster, was ist nächster? Ah, okay. Einfach. Wähle ein Boot aus, um es zu kaufen. Unbedingt. Ich will unbedingt ein Boot kaufen. Warte, ich fahre meine Katze. Ich fahre meine Katze. Wählen Sie ein Game Pass Boot aus, um es zu kaufen. Unbedingt! Unbedingt, Mann. Das ist nicht so laut, ne? Das hätte ich ja schon, das ist eigentlich runtergepegelt. Oder? Das ist noch so laut. Warte, welch? Ach komm, das Groß sieht lustig aus. Komm, geh da drauf. Das Groß sieht lustig aus. Komm, wir gehen da drauf. Let's go. Ab ins Meer. So. Wow. Ja, RIP, das war's raus mit dem Boot. Ho. Er wird nicht hier der Bootsmann. Captain Pharos, let's go. Captain Pharos. Ich habe jetzt dieses Boot einfach gemopst und werde es für meine eleganten Zwecke nutzen. So ein Ding ist das. Ich werde jetzt dieses Boot für meine illegalen Zwecke nutzen. Guck mal, hier sieht doch cool aus. Komm, wir bleiben mal hier. Wir bleiben mal hier. Warte. Ah, okay, ich bin schon, glaube ich, nah genug dran. So. Was gibt's denn hier? Da war hier nur so ein NPC am Anfang, oder wurde der weggeschreddert einfach?
Ich glaube, er wurde weggeschreddert gerade eben. Das ist eine Kiste. Mach die wieder hoch. Ho! Hab ich jetzt Geld, hab ich mir Geld gelootet oder was war das? Boah, zu wild. Aber man merkt eventuell, dass ich ein bisschen lost unterwegs bin hier. Oh Junge, der macht mich aber richtig platt. Also bei Anime Games denke ich mir immer so, lohnt sich das überhaupt auf einem öffentlichen Server zu spielen, weil du kannst halt manchmal nicht so halt gut farmen halt, ne? Also, sind wir hier, ne? Ja, mal gucken, wie stark ist der Affe? Okay. Boah. Okay, das war's auch mit dem Affen wieder. Achso, must reach level 20 to enable PvP. Oder, nee, hä? Ah, ich glaube, PvP ist zu den Menschen an sich. Also bin ich noch so in so einem Schutzmodus. Ich bin dann schon noch in einem Schutzmodus. Ja, ne? Ja, also kann ich dir helfen, was ich jetzt machen muss, außer dass hier das dann dauernd die Bude mir um die Ohren fliegt? Muss ich ja nur welche Mission oder sowas anmachen? Habe ich da vielleicht was verpasst oder so? Ah, heißt man Katana, okay. Okay. Oh, warte. Muss ich irgendwo eine Mission eigentlich annehmen? Oder habe ich da irgendwas verpeilt? Oh mein Gott, bitte! Bitte! Oh. Ich glaube, man muss dann bestimmt das Level freischalten. Ah. Ah. Boop. Weapon Shop Dealer. Okay. Mal ein bisschen umgucken hier gerade. Because I'm a really Shop Dealer. I'm right now really confused. What's going on here? I'm trying to understand the game, but if everyone kills everything instantly, I don't get the game how to play. Ne, hier ist ja nur ein Boot. Bootshop, glaube ich, ne? Genau. Boah. Dickes Boot. Meins. Let's go! Wo war ich die Startinsel überhaupt eigentlich? Drück Q. Was passiert dann? Drück grad Q wie ein Idiot. Ne, das war nicht die Startinsel, aber da ist doch ein Quest geworden, ne? Glaube ich, denke ich, sehe ich. Ich meine, sonstiges. Da ist immer noch ein Questgiver auf. Oh ne, das ist dieser Set Homepoint Bums. Aber da muss doch hier. Da, Frage. Guck mal, gefunden. Bitte wähle eine Quest aus. Auszubildende. Defeat 5 Trainees. Bestätigen. Easy. Hauen wir hin. So, wenn wir jetzt nicht jeder gleich die Leute wegschnappt, dann wird das auch funktionieren. Ja, das ist ein Thema dazu. Ansonsten müssen wir auf dem Privatserver kurz grinden. Und ihr müsst im Chat das erklären, weil das sonst, glaube ich, ein bisschen hardcore wird. Oha. Profi. Hier, warte. Oh, das ist eine Kiste, nehme ich mit. Easy. 308. Wo ist ein Trainer? Oh. Ja, aber ich merke jetzt schon an sich. Also, an sich wäre das kein Game, das man aufnehmen kann. Auf jeden Fall nicht. Und mir hat ja auch aber auch gesagt, dass der Hype jetzt im deutschen Bereich, auch ins Anime-Game ist, jetzt also die Fanbase davon nicht so riesig ist. Aber allgemein bei so Anime-Games, ich sag dir ganz ehrlich, da kannst du nie Content rauszaubern. Das geht nicht. Bad Wars? Das ist möglich. Oder wenn wir noch safer, dann noch ein Video zu machen. Ich glaube so um 18 Uhr. Genau. 18 Uhr werden wir noch ein... Oh Gott, ist denn... ein Bad Wars Video machen. Für die Woche. Deswegen. Macht euch schon mal gefreut. Wie gesagt, könnt ihr schon mal in den Kalender eintragen. Heute 18 Uhr, ne? Dann wisst ihr Bescheid. So. Ist die Quest schon durch? Ich weiß, die Quest schon durch. Kann das sein?
Ah, hier war wirklich durch. Oha, cool. Kann noch mal kurz machen. Da war da noch ein Questgeber, glaube ich, dahinter. Hab grad gesehen. Boah. Ja gut, so können wir auch arbeiten. Dazu sage ich nicht nein, die so zu loaden. Dazu sage ich nicht nein. Boop. Der kann ja gar nichts. Boop. Easy. Einen müssen wir noch machen. New Quest Survival, open your compass. Ah, der Kompass. Schiene. Genau, Schiene. Der Kompass führt mich zur nächsten Quest. Dann machen wir es nochmal, komm. Ich glaube, langsam komme ich da rein in das Ding. Langsam komme ich in das Ding rein, so. Ich check, wo was ist. Ab zur Quest, Dayton. Zum Wald einmal. In der Zeit. Können wir mal gucken hier. Nahkampf, Schwert. Ich würde Schwert leveln. Weil ich arbeite gerade viel mit dem Schwert. Deswegen mache ich ganz viel Schwert. So. Zack. Easy. Dann gucken wir mal. Also, neue Mission. Das sind genau, diesen Affen überall. Das heißt, wir müssen, glaube ich, direkt die Affen klappen. So, Frage. Bitte wähle eine Quest aus. Affen, Gorillas, Gorilla-König. Ich denke mal, wir sollten erstmal den Affen nehmen und dann uns hocharbeiten. Deswegen nehmen wir erstmal den Affen. Defeat 6 Monkeys. Okay. Dann nötigen wir kleine Äffchen. Ist hier drin? Hallo? Ach, nee, ist nichts. Okidoki. Wo ist ein Affe? Da unten ist ein Affe. Bitte. Boah! Den Affen mache ich Beine. Fertig. Guck mal, ein Affen schon genatzt. Easy. Okay, der Affe ist tot. Affe, da. Kann man ins Wasser gehen, ohne zu sterben? Okay, es geht. Dann, wow. Hab ich den Affen bekommen? Nee, hab ich nicht bekommen. Aber den hier. Nee, den auch nicht bekommen. Wo? Oh. Da hinten ist ein Affe. Äffchen, komm her. Ich muss dir leider meine Bedwars-Skills zeigen, Affe. Okay, hab ich jetzt nicht gecheckt, wie das funktioniert, aber ja. Oh. Oh. Dieses Ding, warum man hauptsächlich bei einigen Games nie auf einem, also in meiner, wenn man eine Community hat oder sowas, kann man nie auf Public Server gehen, das geht nicht. Weil ich krieg die Affen nicht geklappt. Ich habe nur noch einen Affe erst. Ich brauche halt einen Affen, der hat nicht und dann weggenatzt wird sofort. Ja, der Affe ist natürlich auch weg. Nee, Baby Lukas, 18 Uhr. 18 Uhr. Oh, Ehre. Den Affen habe ich mindestens nun gekriegt. Affen, hallo. Kein Affe? Kein Affe. Da hinten ist ein Affe. Ja, RIP in den Affen. Das war's auch wieder. Eieieiei. Ey, ich muss mal kurz noch was machen, Alter. Wir testen mal was. Ob ich damit, also ob wir da vom Progress ein bisschen weiter vorankommen. Warte mal. Warte mal. Na, komm. OBS, Roblox, reagier. Manchmal ist Roblox richtig lahm, einfach nur. Also richtig, richtig lahm. Jetzt. Boop. So. Nein, wo ist mein Schwert? Item? Da. Ausrüsten. So, ich bin mal kurz am Privatserver gehoppt. Wir wollen noch hier die Affen klappen und das. Hast du die Mission abgebrochen, ne? Oh.
Auf jeden Fall, es geht schwer, wenn jeder halt mit einem Killer stealt. Deswegen. Wir gucken mal kurz. Ich renn mal kurz hier hin. Also, es ist nicht, by the way, nicht mein Privatserver, ne? Ich muss kurz sagen. Affen. So, jetzt, warte. Affen bestätigen. Ich krieg das hin. Warte ab. Guck's. Profi. Ho! Ja, Mann. Easy. Nee, nicht der von Divi. Also Divi hat zwei Server. Only Divi und dann Divi. Schon mehr Affen töten. Warte. Sperrmauer. Oh, die ist ja voll daneben gegangen. Kampf. Hä, wo zieht denn der denn hin, bitte? Ah, da sind wir kurz mal neu probieren. Wo ist der Affe? Da. Hat ihn dann voll geschlagen oder nicht? Mal gucken. Ah, der hat gar nichts gemacht. Das stellt ja noch besser sogar. Oh. Oh, der Affe macht doch mies Damage, aber, ne? So. Noch mehr Affen töten. Ah, das check ich jetzt wirklich nicht. Also, warum ist das eigentlich so? Aua. Aua. Kann mir das mal einer erklären, warum das so ist? So. Ich weiß noch, der checkt das nicht. Dieser Move ist irgendwie komisch. Warte mal. Affe? Ja. Ich schätze, das soll eine Attacke sein, aber die funktioniert irgendwie nicht. Die macht viel Damage. Welche Fruit denn? Meinst du die hier? Hey, die macht doch kein... Hä? Meinst du, die Sperrmauer macht viel Damage oder wie? Wo ist denn das Affe hin? Und dann, da hinten hat es ein Fetz, noch kurz. Da ist ein Gebüsch hier drin. Da. Oh, Jogi macht da wirklich viel Damage. Okay, warte, zeig's nochmal, oder? Fruit, hier ist der Affe. Das mache ich jetzt voll gegen Wand. Bupp. So. Wie viel hat der? Obwohl, so viel war es jetzt auch wieder nicht, ne? Oh, kommt drauf an, wie weit die fliegen. Nein, der Affe hat mich geklappt. Wo ist der? Da hinten. Hallo Malek, willkommen im Stream. Willkommen im Stream. Ich versuche gerade Affen Schaden zu fügen. Boah, einfach No-Clip. Du kannst mal Ausrufezeichen FA eingeben. Oh, lol, okay, der hat einfach so genutzt. Okay, der war mega low. Easy. Warte, Kompass. So. Achso, zu dem, okay. Ja, wie gesagt, ich bin nicht mal auf meinem Privatserver, ne? Ich bin auf einem Privatserver von. Ja, von Desert halt, ne? Also nicht meiner. Deswegen. So, jetzt willst du mal ein bisschen mit Gorillas machen, ne? Bestätigen. Komm, wir machen jetzt Gorillas. Wie sehen die Gorillas aus? Sind, also wir haben ja Affen hier, aber wie sehen die Gorillas mit aus dann? Also ich weiß ja, wie ein Gorilla aussieht, aber wie sieht denn der mit hier aus, der Gorilla? Was ist drüben? Also da der eine Krone hat, glaube ich nicht, dass das ein Gorilla ist. Hä, hey, wer ist denn dann bitte hier ein Gorilla? Oder Blocksfruit. Machen wir mal hier auf 20. Waffe. Machen wir mal auch mal hier ein bisschen leveln. Komm. Auf. Na, 10 geht nicht, okay. Schließen. Dann erklär mal, wo mir denn, wo ich die Gorillas finden kann. Oder 10 Affen auch als Gorillas, das voll dumm wäre eigentlich, aber okay. Boah! Auf der anderen Insel, okay. Eiern wir mal kurz rüber auf die andere Insel. Easy, guck mal hier. Ah, da sind die Gorillas. Okay, die spawnen mit dem, in der Nähe des Bosses. Okay. Warte. Pah! Sind wir jetzt Damage? Das ist jetzt, glaube ich, der unten da, ne? Nee, hä? Wer hat denn jetzt gelitten von denen? Der da? Oh mein Gott.
Hau ab! Da oben ist einer gespawnt. Bam! Und er ist tot. Ein Gorilla platt gemacht. Für das Tierwohl. Wo ist denn der? Achso, der ist da unten. Dann krieg ich eh trotzdem geklippert, oder? Der muss sich nur hochtrauen. Du musst nur mit der Frucht akzeptieren. Okay, aber mit nur der Frucht. Oh shit, warte mal. Oh! Alter, der Affe wollte mich gerade angreifen fast, oder der Gorilla. Warte. Bam! Wo ist der Affe? Wo ist der Gorilla? Hä, wo ist denn hingefetzt? Also, da. Warte, wo haben wir den anderen noch mit dem anderen Bra? Hier ist er. Komm mal her. Poh! Und nehmen wir noch mal kurz klein mit dem Schwert. Easy. Warte, wenn der gleich kommt hier. Zack! Boah, Jungs, sind weggefetzt. Easy! Guck mal, ich bin eine Bedwars-Legende und diesen Skin nutze ich einfach, um den hier zu nutzen. Aber wie gesagt, Murat, ich nehme keine Freundschaft und Fragen an, leider. Das wird sich auch nie ändern. Boah, hier sind viele Gorillas jetzt, komm her. Warte. Boah! Na, jetzt gleich, wenn die Mauer weg ist. Bam! Alter, oh mein Gott. Komm, den holen wir nochmal. Ah, das ist noch ein neuer. Boah, das wird echt asozial jetzt hier. Komm, wenn der Gorilla darauf reagiert. Ach, der ist doof. Hallo, du sollst mitkommen. Oh, der hat mich auch vor den Nimm gezielt. Warte. Ah, jetzt weiß ich auch, wo mir gesagt hat, immer erst die Bären leveln, weil dann das Teil besser wird. Okay, ich verstehe. I understand the gameplay now a bit better than before. Und wir haben die Mission gemeistert. Dann heißt es erstmal hier Statistiken. Alles rein da. Hallo Bed Wars Legende, ich möchte mehr Scooter-Content. Hallo Kevini halt, ne? Ich möchte, dass sie, ich weiß es nicht. Genau. Ah, ich muss noch gerade besiegen, oder? Boah, den hat's gescheppert. Lul, schwach. Nimm mal meine an, hat dir in Bed Wars den Oster-Army-Skin gegeben und Melodie und Skript. Ja, weiß doch, ne, Wirbi Lukas. Genau. Aber trotzdem Ehre. Trotzdem Ehre. Wo sind eigentlich die Affen jetzt überhaupt eigentlich? Ah, da. Bam! Boah. Aber Wirbi Lukas auf jeden Fall Ehrenmann, auf jeden Fall. Boah, ja, der hat zwar. Oh, jetzt wird, oder? Bam! Easy. Komm, ich bin einfach Pro. Zack. So, gehen wir mal rüber. Ändert dein Schwachsein nicht. Dein Leopard one-shottet. Okay, ich weiß nicht, was du jetzt meinst, aber ja. Ist das wirklich so, ne? Ist das wirklich so? So. Jetzt müssen wir den Gorilla-Bob hier töten. Easy. Let's go! Noch kurz hier alles in Blocksfoods reinstecken. Und vielleicht nochmal Nahkampf nächstes Mal wieder. Obwohl, ich glaube. Ist nicht Nahkampf und Blocksfoods was anderes? Also, das ist Kampf. Das sieht als Nahkampf. War. Hat das auch was mit der Blocksfood zu tun? Wow. Imagine kein Level 2300 plus. Das ist halt wirklich so, ne? Schon peinlich. Boah. Wie viel Leben hat der? Okay. Treppen? Was ist Treppen? Sind Treppen literally, was es sagt, eine Treppe? Oder
Was bringt jetzt eine Treppe? Boah, dann hat es aber auch hier. Geht da? Oh mein Gott, okay, nein, das lassen wir. Das lassen wir, warte. Das lassen wir. Treppen sind Treppen. Treppen bringt gar nichts. Doch, mal hier. Boop. Ha, jetzt sackt der. Boah, wow, das war gar nicht so dumm, die Idee mit der Treppe jetzt. Boah, ich muss gleich Buddha Summer XP farmen bis 2000 einfach. Oh mein Gott, warte mal. Oh oh, oh oh, oh oh. Junge, ich war voll gefangen bei dem gerade. Viel Spaß, Sims schon Grind. Ach, das passt schon. Das passt schon. Guck mal, ich mach das ja nur deswegen hier, um mal ein bisschen was anderes zu bringen. Mal gucken, wie das ankommt, ne? Und dann die Intention zu schließen. Ah, hat auch nicht so viel gebracht. So, verstehst du? Deswegen. Boah. Intenses Gameplay. Oh, hä? Oder jetzt... Also, das ist manchmal ein bisschen sehr weird, ehrlich gesagt. Oh nein, nicht schon wieder. Bam! Wie viel Leben hat der eigentlich gerade? Oha, oh, geht eigentlich gut voran. Guck mal, also was habt ihr denn? Ich bin voller Profi. Hier, achte, warte. Boah, der hat gesessen. Der hat die Wand zu spüren bekommen. Oh. Mama, nein. Oh mein Gott. Boah. Okidoki, Murat, bis denne. Wow, guck mal, ich hab gleich komplett geknüppelt, den Boss. Wow. Warte mal. Oh, Junge, wie schlucken der denn noch? Also minimalen Fitzen hat er noch, ne? Easy! Guck mal. Da gibt's einfach nichts zu machen oder zu reden. Ich hab's mal so geschafft. Und jetzt warte. Badawing, badum. Easy. Ganz einfach und easy. So. So, oh, oh. Dann gucken wir mal. Gorilla King spawnt jede 60 Sekunden, by the way. Okidoki, dann weißt du Bescheid. Schienen. So, wir folgen mal dem grünen Pfeil. Wir folgen mal dem grünen Pfeil. So, wir folgen mal dem grünen Pfeil. Okay, Luki, gute Besserung, Murat. Ciao, ciao. So, Adventure. Hä? Ist das nur der... Ist das nur der Questgeber und ich kann es an dem leveln oder... Wie muss ich das sehen? Weil er will mich ja wieder hier hinlotsen, aber was soll ich jetzt mit machen? Soll ich nochmal den Boss klappen oder wie? Unbedingt. Was soll ich unbedingt mache? Nichts. Ja? Was ja? Also Level, meinst du? Ah. Ah, okay. Aber welche Quest? Die Gorilla-König-Quest oder bis Level 5 sonst bis? Ach so. Ach so. Komm, dann machen wir mal Affen. Nee, zurück. Doch, Affen. Bestätigen. Oh, ist der Affe da hinten. Guck mal, den Affen, das juckt das nicht. Der geht einfach straight drauf, so. Warte, Achtung, Achtung, Achtung. Meister. Treppe. Ja, gute Treppe auf jeden Fall. Boah, easy. Aber der bringt gar nicht viel, ne? Ich glaube, Affen bringen nicht viel, ne? Eine Questgeber sind Hung und Delta, okay.
Ja, also das ist mir schon klar. Ich habe ja auch schon mit Abok darüber geredet, Jojo. Also, da zu Content machen, das lohnt sich nicht. Erstens, das ist so ein Streamer-Game. Zweitens, was willst du machen? Wir kleppen jetzt die Insel, wir kleppen jetzt den Boss, oder wie? So, verstehst du? Boah, Alter. Okay, der war gut. Was ich immer gemacht habe, es war gut. Du kannst man machen Bounty Hunt in der Third Sea. Ja, mit Kombos, okay. Boah! Den hat's gezeigt. Los, hä? Hallo? War das der Affe hier? Nee. Da ist der Affe. Egal, komm beide mit. Boah! Also, wo ist einer Affen geschossen hat? Ah, da. Okay, okay. Adi, Achtung, Achtung. Du. Minecraft spielen muss unter dem Spielen eigentlich besten. Okay. Ah, die Attacke habe ich nicht verstanden, diese Combo-Attacke vom Katana. Die habe ich wirklich nicht verstanden. Noch ein Affen, wo ist der? Da ist ein Affe. Ja, wie gesagt, ich guck's mal ein bisschen an hier. Einmal ein bisschen so reinsnubbern, ne? Boah, der Affe wurde richtig auseinandergenommen. Komm her! Voll das No-Clipping durch die Wand, Alter. Ja, alles mal in den Blocksfoods reinstecken erstmal. Ja, aber das ist ja mehr Abfuck eigentlich. Das wäre ja schon mehr Abfuck eigentlich. Komm, mach mal hier Gorillas, komm. Nötigen Gorillas. Bestätigen. Das ist das Einzige, was du machen kannst, aber, ne? Ich glaube, wir werden vielleicht um 17:30 Bad Wars machen. Weil, wenn ich drüber nachdenke, dass jemand so Ewigkeiten braucht, ist, Leute sich ja wieder hinstellen. Oh, Gottes Willen. Hinstellen können. Teil mal was auf in zwei Sachen. Oh, wo ist der andere Gorilla? Hier, warte, ich hol den dritten auch noch dabei. So viele wie möglich mitnehmen, den ist tot. Komm mit. Also, dass er aggressiv ist, so. Der auch immer. Wow. Wow. Mama. Oh Gottes Willen. Boah. Der hat gesessen. Okay, da sind sie noch. Okay, warte. Sind sie weg? Ah ne, da ist noch einer. Der hat überlebt. Boah. Und weg ist er. Easy. Guck mal, ich bin einfach ein Profi. Geh mal auf den Stein, wo dieser NPC steht. Man sieht da oben. Lass ihn einmal kurz noch hier die Dings klappen. Oh, Verkehrknopf. Boah, wir packen das auf Y bitte. Ja, okay, ich geh mal dahin. Ich geh mal zum Stein hin. Warte. Langsam. So. Bop. Bob und Bob. So. Mal. Oh, jetzt darfst du wieder einen ganzen Kreis hier laufen, ne? Schlimm. So, Shop. Zum Interagieren. In Ordnung. You're not ready yet. Come back when you're level 50. Hä? Aber es ist doch Dings. Du musst Level 50 sein dafür, oder wie? Hä? Excuse me, 2022? Warte. Treppe! Boah! Oh mein Gott, einfach Macher. Einmal aggressiv machen. Den auch aggressiv machen. Den hätten wir immer noch. Warte. Du kannst F gedrückt halten. Wie F gedrückt halten, hä? Wie? Check ich jetzt nicht. Oh. So, warte, sind alle da?
Nee, einer fehlt wieder. Egal. Ah, doch, da ist er. Oh. Warte mal. Ja, das, die waren gerade ein bisschen doof positioniert. Bei deiner Fruit. Ich guck mal gleich, warte. Oh, mein Gott. Ach so, das meint ihr. Ne, ich muss doch F einmal kurz loslassen, ansonsten bin ich den Trigger nicht runter. Ne, ich muss einmal F drücken. Ah, ich kann spammen, ja, ich seh's. Sperrmauer, oder? Boah. Oh mein Gott, warte. Woo! Easy. Ha! Platt gemacht einfach, ohne reden. Ha! Einfach platt gemacht, ohne reden. Boah, Junge, der will aber richtig fetzen mit mir, ich merk schon. Der will Stress! Bam! Oh, da war der neben. Und erased, ohne reden. So. Wow, warte mal. Warte mal. Oh, nee. Oh, der ist gerade mies im Wasser stecken geblieben. Der ist gerade mies im Wasser stecken geblieben. Aber die Frage ist ja, was bringt denn mehr EP? Ach so, das meinte mit F gedrückt halten. Ach so. Oh, wie hoch geht die denn? Nein, ich habe den Weg blockiert. Zu wild. Einfach zu wild. Ah, okay, 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 okay. Check ich, check ich. Ah, okay. Okay. Hallo, Array. Willkommen im Stream. So. Ich vermute mal, das ist der Gorilla-König. Ah, hier steht noch unbedingt. Warte mal. Was bringen die anderen Viecher? Da müsste doch am meisten geben, oder? Ja, genau. Das heißt, wir machen Gorilla-König. Unbedingt bestätigen. So. Oh mein Gott. Jetzt achtet, der Profi wieder am Werk. Na. So, jetzt hier. Gleiche wie Spider-Man, baue ich mir Leiter an. Warte. Hier, guckst du. Aber der verkehrt, das war ein Food. Boah. Einfach ausgewichen, dem Bre. Jetzt Achtung, von unten. Auf Hinterhalt. Oh, ist da verkehrt. Warte mal. Außen Hinterhalt nochmal. So, bam. Jetzt wollen wir eine Leiter wieder. Oh, kommt der denn her? Ja, das haben wir ja, wie gesagt, schon aber auch gesagt. Das ist halt sehr nicht gut vertreten. Also, was heißt gut vertreten? Halt nicht sehr beliebt in Deutschland. Bitte das nicht am Leben. Hau ab. Ja. Man sieht ja auch bei Bad Wars, ne? Bad Wars ist eigentlich der gleiche Fall, so, ne? Hat voll viele Spieler, dann denkst du dir, boah, das wird echt gut, da machst du Content drüber. Und ich muss sagen, es hat auch gut gelaufen, weil ich war ja an sich so ein easy GG-YouTuber, sagen wir dazu, und das hat sich natürlich am besten harmoniert damit, ne? Aber was ich drauf hinaus will, ist einfach, guck mal, wenn Bad Wars so geil wäre, dann würde einfach jeder gucken. Egal. Oh mein Gott. Wie weit der in Deutschland entfernt ist. Aua. Auf jeden Fall, ne? Bad Wars wird auch halt nicht so krass geguckt in Deutschland, obwohl Bad Wars eigentlich krasse Spielerzahlen hat, ne? Deswegen, es hat ja nie was richtig mit der... Oh, wo ist meine... Aua! Warte. Es hat ja nie richtig was mit der Anzahl an Leuten zu tun, sondern mehr, wie viel das vertreten ist. Wir können ja mal gleich, warte mal. Ich habe eine Idee. Warte mal, wie ich gleich hier den Boss gekleppt habe. Können wir mal gleich das gucken, warte mal. Das würde mich mal böllerlich interessieren. Oh, was hat das jetzt? Okay. Wow.
Der hat Wutanfälle, das sieht man ihn an. Der ist schon knallrot im Gesicht. So. Oh mein Gott, okay, ich vergesse andauernd. Ich vergesse es andauernd. Oh mein Gott, warte. Wenn er gleich durch die Wand kommen sollte. Bam! Faust, wie ist die Frucht von mir, die ich dir gegeben habe? Also ist das die jetzt, Murat, die ich jetzt habe, oder wie? Ist das die Frucht? Oh, das war's down. Nice. Easy clap. Fertig. Also wie gesagt, ich kenne mich nicht mit aus, aber ich hab's halt, ne? Also wir können es ja nochmal versuchen. Komm, wir versuchen es einmal noch auf den Public Server zu gehen. In der Hoffnung, dass wir nicht die Kills gesteelt werden. Weil sonst müssen wir halt leider, und das geht halt nicht anders, muss ich halt leider auf dem Privatserver halt gammeln halt, ne? Weil, an der gesehen halt, wie es funktioniert hat, ne? Also gar nicht. Piraten. Nein. Oh. Oh, jetzt habe ich das eingestellt. Hä? Nein! Oh, das ist gerne so billig aussehen lassen machen. Aber wie mache ich das jetzt zurück? Mir geht's gut, wie geht's dir? Hä? Kann ich das irgendwie wieder zurück machen? Ich wollte das gar nicht, aber... Ich bin aus Versehen drauf gekommen. Kann man das irgendwie jetzt hier wieder zurück machen? Geht das? Excuse me? Geht nicht zurück. Ja, dann rejoin ich kurz. Warte mal. Dann rejoin ich kurz. Wenn das nicht zurückgeht, dann muss ich kurz rejoin. Das sieht ja kacke aus. Warte, rejoin nochmal kurz. Einen Moment. Einmal kurz rejoinen. Excuse me? Wir haben 2022. Oh Gott, muss das schon gehen, hör du. Ach, meine Güte, ich hasse Roblox nochmal so sehr, ne? Einen Moment, wir regeln das. So, wenn es doch nicht reagiert, dann... Nein, jetzt bin ich schon wieder auf den Knopf! Oh mein Gott, ist den so doof, ne? Ey, dieser Knopf triggert so hart da unten. Ich drücke ihn mal aus Versehen, weil ich kann noch einen Lehrer-Software-Trader zu suchen. Auf jeden Fall, ich will auf diesen... also anderen Piraten spielen. Und warum immer ich zwar wie Multi will, denke automatisch, ja, da joinen, so mäßig. Nochmal, ohne den Knopf zu drücken. Einfach Piraten. Wählen Sie einfach Piraten. Easy. So. Kann man eigentlich, also, aber die Frucht hat man nur dann, wenn man, also, man hat nur diese eine Frucht, die ich richtig stehe. Das heißt, einmal Frucht fräsen und dann ist sie weg. Was ist das denn hier? Ich hab irgendeinen Knopf gedrückt. Ich weiß aber nicht, wofür der gut ist. Ich habe einen Knopf gedrückt, aber ich weiß nicht, was der kann. Das zeigt einfach mal wieder. Ich werde maximal los im Game. Oh mein Gott, was runterfallen. Egal, wir klappen mal den Gorilla. Bestätigen. Ab zum Gorilla. Das Ding ist halt, glaube ich, das Problem. Dass der darf halt nicht irgendwie. Also ich finde das ein bisschen komisch, dass man keinen Assist bekommt. Bin ich ganz ehrlich.
Ich finde es ein bisschen komisch, dass er keinen Assist bekommt. Das wäre noch cooler gewesen. Aber naja. Ja, Mann, so muss es laufen. Am besten low machen. Easy, guck mal, genau so. Genau so müssen wir leveln. Genau so, nicht anders. Oh, wir müssen woanders. Nee, warte mal. Ah, wir müssen woanders hin. Okay. Wir müssen woanders hin. Let's go. Ach so, wo ich jetzt gerade. Warte, also. Ah, weil ich Level 20 bin, kann ich jetzt getötet werden. Ah, no. Oh. Oh, oh. Schnell wegrennen. Sechzehn Millionen Kopfgeld. Heißt das, wenn ich ihn töte, kriege ich 16 Millionen? Unbedingt. Müssen wir auf jeden Fall da ganz hinten hin. Kannst du dich ab 20.000 Abos zeigen? Das ist schon viel. Also wenn, würde ich Real Talk so im Raum von 150 oder 100.000 machen. Von jetzt hin. Ich muss woanders hin. Ja, hinten. Hallo. Oh, shit. Oh, mein Gott. Was ist das so buggy? So, komm. Ah. Benutzt deine Treppen? Ja, hab ich gerade versucht, aber das hat wieder mal nicht funktioniert eigentlich. Also, wie es funktionieren sollte eigentlich, ne? So. Dann gehen wir mal weitermachen. Bitte wähle eine Quest aus. Piraten. Bestätigen. Also so, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Das verstehe ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so irgendwie wie bei... Ich glaube, bei Shindu Life war das so. Das war ja Max... Also ich habe nichts gerafft, ne? Also Shindu Life war komplizierter auf jeden Fall. Deswegen, ah, kurz Piraten, oder? Ja, wieder der Profi im Aim. Ja, warte, ich bin... Warte. Boah! Aua. Kommt er denn her? So. Aber Shindulai fand ich mal wesentlich komplizierter. Also unglaublich kompliziert. So, lassen wir mal kurz machen. Perfekt. So, jetzt muss ich die nur auf meine Seite locken. Wow. Boah, easy. Genau so müssen wir arbeiten. Genau so und nicht anders. Genau so und nicht anders. Komm, machen wir mal zerbrochen. Bestätigen. Was heißt zerbrochen überhaupt eigentlich, hä? Die deutsche Übersetzung war mal wieder so lost. Ja, wie gesagt, deswegen, ne? Immer was Neues mal ausprobieren, weil irgendwann ist auch die Zeit gekommen, wo Bad Wars auch keinen Schwengel mehr interessiert, so, ne? Ist das ein Zerbrechen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Bup. Muss man halt dann Alternativen finden, ne? Und so ist halt das mit gefühlt jedem YouTuber. Also nicht jeden, aber in der Regel so, dass da immer. Oh Gott, ich glaube, das ist ein Boss mehr, was ich gerade mache. Ich habe keine Mission gerade angenommen. Hä? Ach, lost. Auf jeden Fall, dass die meisten halt mit den Hype mitgehen halt, ne?
Was auch Sinn ergibt, weil andererseits kriegt man halt nicht, also man muss halt das machen, was halt die Leute halt interessiert. Außer, du hast es halt so weit geschafft, dass du dann halt sagen kannst, okay, yo, ich brauch das nicht machen, dass ich Hype Game spiele, weil was ich spiele, wird dann aus dem Hype Game, so mäßig nach dem Motto, ne? Deswegen. Oh, okay, Materialien. Zerbrochen. Roots, okay, das sind Roots, die zerbrochen, okay. Deswegen muss man immer eine neue Alternative. Warum nennt er die Mission nicht an? Hä? Check ich gerade nicht. Warte mal. Ich will diese zerbrochene Mission bestätigen. Ach, Level 40. Ach so. Warte mal, Piraten hier bestätigen. So. Muss irgendwie zu mir gerade triggern. Oder dass sie kommen. Ja, so haut's auch hin. Ich muss Level 40 sein. Okidoki. Wie das aussieht. Dieser Charakter mit diesen Roblox-Haaren einfach drauf. Ja, deswegen. Nicht alles hat so viel Zuschauer, ne? Deswegen mache ich das ja, um zu gucken, ob es sich lohnt oder nicht. Und dann ziehe ich daraus halt den Schlüssel, halt, ne? Deswegen, guck ich. Natürlich ist jetzt einmal so, man merkt es auch an den Zuschauerzahlen, ne? Es juckt ja keinen. Und das schätzt man nicht auch daran, weil ich bin nicht der Anführungszeichen Anime-YouTuber, der halt Roblox Anime Games spielt, so versteht ihr? So, ich habe natürlich eine Anime-Fanbase, die auch One Piece liebt und dafür blutet, aber dann ist das natürlich was ganz anderes hier, ne? Ist ja klar. Aber ich wollte mal gucken, nochmal was Interesse. Die Umfrage an sich hat ja schon ein bisschen damals das gezeigt, dass es halt nicht so beliebt wäre. Und das zeigt natürlich jetzt auch hier raus, ne? So ist es nicht. Aber sag mal so, mal austesten, ne? Dafür mache ich das ja. Und im Nachhinein gibt es ja eh nach und nach noch mal kurz Bad Wars, weil ich dann da, also eine halbe Stunde, weil ich dann ja auch da noch mal die Aufnahme machen will mit den Elder Tree. Dass ich dann so gut wie möglich die Woche füllen kann mit Bad Wars Content. Vom Allerfeinsten. Unbedingt, unbedingt. So. Genau. Ja, muss man gucken mal. Muss man gucken. Oh mein Gott, warte. Habe ich ihn gemetzelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal kurz die Mission wieder annehmen, bin ich schon dabei. Was ist eigentlich das hier? Verbündete. Okay. Hä? Hä? Ach so. Ach so. Ach so. Okay, check das. Ich musste kurz verstehen, how to game work, you know? Ja. Boop. Ja, wie gesagt, 17:30 mache ich Bad Wars. Das heißt, ladet eure ganzen Bad Wars-Freunde ein. Umso mehr wir sind, umso cooler wird das Video. Weil wenn man nur Only Elder Tree. Boah, ne? Ja, den hat's genutzt. Oh mein Gott, okay, mir hat's genatzt. Da hat's gerade mich genatzt. Ich bin auch gespannt, wann von Big Game war schon. Wann von wie heißen sie nochmal?
Easy Games, das nächste Bauspiel kommt. Die haben ja ein neues Bauspiel angekündigt. Och. Und da bin ich mal gespannt, wann das Bauspiel kommt. Ich wollte ein Baumspiel sagen. Leveln, genau. Piraten. Bestätigen. Wo kann man diese Blocksfruits her eigentlich überhaupt? Und wenn gibt's noch eine krassere? Ich sag mal so, die Wand ist da schon cool, aber gibt's denn noch eine krassere? Und wenn, wo finde ich diese? Ich gucke leider Eröffnungsspiel, bin aber gleich in Halbzeit da. Okay, du bist gleich in Halbzeit da. Okay, da okay. Okay, zeig mal kurz den guten Stoff. Weil, boah, eine gute Frucht brauche ich. Die richtig reinscheppert. Die so bam, 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 bam macht, ne? Also ich bin aktuell Level 38. Bin ich. Guck mal, eine Fruit hier leveln. So. Ah, okay. Zeig mal her, was hat er hier? Ich suche in der... Ja, okay. Leider nicht, ich folge. Weiter. Okay, das sind anscheinend die Früchte. Drehen, hacken, nicht auf Lager. Ich glaube, hacken hat nicht davor gehabt oder sowas, ne? Nicht auf Lager. Okay. Das Double Katana lohnt sich. Okay. Und was mit der Fruit, die geht noch, oder wie sagt ihr? Boah, ganz schön teuer hier, ne? Ausgang. Ja, komm. Da ist noch ein Shop, oder? Gehen wir da hin. Weapon Dealer hier, komm, den meint er, ne? Oh, Schleuder, Muskete, Steinschloss. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Das heißt, ein Doppelkatana oder so auf Deutsch. Ey, ich weiß gar nicht, was da abgeht, aber sag mal einfach ja. Rot? Ich komme mit aufs Boot. Auf der Pirateninsel, wo du gerade warst. Also sag jetzt das Doppelkatana, oder wie? Oh, und die Plätzen hier waren mega gerade, glaube ich, da hinten, ne? Dann gucken wir mal. Wo? Okay. Da hinten anscheinend. Ah, Doppelkatana. Ja, genau hier. 12.000 kaufen. Okay. Ja, hat so funktioniert. Bup. Wow. Ja, ne?
Ja, ne? Hä? Das Schwert ist ja mega kacke, sind aber die Teile viel zu strong. Ah, nee, ich glaube, ich muss mein Schwert nicht gelevelt, deswegen glaube ich. Irgendwie so, das ist voll kacke. Ehre! Das sah, boah. Schmackhaft aus. Ja, RIP. Der ist ja drauf gegangen, bei irgendeiner meinte, da seine Attacke auszuführen. Bululup. Ah, da, warte. Oh. Ach, also ich finde das Aim ein bisschen, also wenn man es Aim nennen darf überhaupt, finde ich ein bisschen weird. Das ist ein bisschen sehr weird, ein bisschen sehr verwirrend auch. Boah, er macht ja gar keinen Schaden, das Schwert. Müsste eigentlich mal das Schwert leveln, glaube ich. Poh! Poh! Uiuiui. Oh mein Gott. Oh, easy. Islands Profi. So ein Ding ist das. Mal kurz regeneraten. Ha! Nikolai, ob wir einen Kompass. Okay, Kompasszeit. Hier bei dem. Ich glaube, es war das der. Genau. Der zerbrochen war das. Kommen wir mal auf Schwert. Machen wir mal auf Schwert. Wir haben noch hier oben gegeiert, ne? Da ist der Boss. Genau, hier unten. Da. Easy. Aber wie gesagt, um 17:30 werden wir Islands aufnehmen. Ja, Islands war schon Bed Wars, so. Okay, tschüss. Easy. Easy, easy. Boah. Warte, so. Oh mein Gott, sie haben mich geplättet. Das, hat ja wohl nicht so gut getan. Oh, ja, mir. So, jetzt gehen wir da hin, ohne den Boss da oben zu triggern. So. Ah, wow. Hab ich getötet überhaupt eigentlich? Ja, hab ich schon. Okay. Oh! Da war ich gerade ein bisschen lost. Hab ich gar nicht aufgeachtet. Oh, die machen mal mies Schaden, ne? Die machen echt mies Schaden. So, noch 4 Stück von denen. Da hinten. Da geht's ab. Ah, warte, ich muss kurz warten. Bup, und weg sind sie. Bei dir ist das Schwert nicht das Beste, weil ich habe es auf Level 60 und du bist unter 20 oder so. Ja, deswegen, ne? Ich muss ja mein Schwert mal ein bisschen leveln. Und hier dann noch die Flut, ne? Easy. Guck mal, Profi. Profi. Hallo, Lion Gamer, willkommen im Stream. Ho. Ah, ich hab schon fertig. Oh, stopp. Hallo, hier schon fertig. Hast du Discord-Server? Ja, habe ich. Einfach auf seinen Discord oder in der Videobeschreibung gucken. Da ist alles verlinkt. So, rechts oder links? Ja, hier hin. Ich glaube, Bobby können nicht machen, oder? Nee. Bobby können auch nicht machen. Dann machen wir einfach zerbrochen wieder. Bestätigen. Bobby können wir leider auch noch nicht machen, aber dann machen wir den Rest da fertig.
sammeln. Hallo. Und suche nochmal her. So. Boah, das ist geflogen. So, wo ist der? Da ist er. Bruh. Ach, hier bin ich gespawnt. Ich wollte sagen, wo ich gespawnt bin. Alle? Auf dem Weg. Und es die beiden hier. Achso! Achso! Oh. Ah, okay. Okay. Na? Wo ist. Hä? Achso, der hat den gesmashed. Ah, okay. Nee. Da. Bam! Oh mein Gott. War fast down. Na, bin tot. So. Noch 5 Minuten circa und dann gehen wir nach Bedros rüber. Easy. Guck, immer noch voll von denen. Hä? Hab ich die. Ich hab ich nicht. Also. Wo ist der jetzt hin? Ist das der? Ja, ich glaub, der ist schon. Der. Ja, ja. Ja, der ist schon längst erased. Der ist schon längst erased. Warte, ich bin gleich wieder voll. Ich bin gleich wieder voll. Mal kurz mal den hier. Und den hier. Super, das hat auch gezählt. Alle. Warte, oh, warte. Bomb. Easy. Easy peasy. Boah, ja. Boah. Perfekt, dann haben wir die Quest ist fertig. Auch nice. Dann haben wir jetzt die Quest hier auch drin. Baby Baba mäßig. Machen wir mal. Schwert. Kauft ihr die nächste Waffe abnormal? Oder doch, abnormal heißt sie. Doch, ich hab grad gedacht, das ist so eine komische. Na, auch nicht drüber geschnitten. Besetzung im Deutschen. Fahr, ich hab gehört, heute Farm Live, das ist voll easy. Achso, das ist auch von easy. Ich meine schon, was dafür gehört zu haben. Farm Live. Oh. Da wurde ich kurz mit erased. Nee, wo kommst du zum Kaufen? Ist das noch hier im Shop oder nicht? Da oben. So. Nee, warte, hier jetzt? Nee, oder ist das woanders? Das Schwert. Weil der hat ja doch diese Doppelklinge nur. Okay, let's go. Okay, let's go. Dann gucken wir mal. Nee, auf der Pirateninsel. Da, wo wir doch waren. Hä, wo? Hier hat keinen Shop gesehen. Keinen anderen außer denen.
Nice, 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 nice. Nice, super. Alter, der hat doch keine Waffe da gehabt, oder? Da gab es noch diese Katana und dieses Eisteil, oder das heißt. Oder war das die deutsche Übersetzung für das Eisteil? Also heißt das Eisteil, oder wie jetzt hieß, deutsche Übersetzung dafür? Oder wie muss ich das vorstellen? Ich hab gehört, heute ist Squid Game. Nee. Genau, aber wie das Eisklüppel, der Tease da. Das ist doch nicht das Teil, oder? Also, da unten verstehe ich was anderes. Okay. Auch dieses Eisenteil. Ja, ich weiß auch nicht, wo wir hinfahren gerade, ob da eigentlich. Fahren wir zurück zur Pirateninsel. Diese Keule, okay, dann schon doch die Keule. Okidoki. Sonst sieht man Blacksmith oder wo? Nee. War doch hier hinten, ne? Der war das doch. Hier, die Keule, was das war. Eiskeule. Kaufen. Items. Eiskeule. Ausrüsten. Okay, let's go. Boah. Also stark im ganzen Boden mit zu schmettern. Boah, ja. Ich glaube, ich muss halt, wenn nur halt noch ein bisschen. Ach, wo. Wo man hinzieht, ne? Hä? Ach so, da. Aua. Ja, also. Ich weiß ja nicht, die Eiskeule hat ja ein bisschen reingehauen, ne? Eiskeule hat er leider diesen reingehauen. Aber ich sehe, wir haben schon 29. Die Zeit geht echt schnell um heute, ne, muss ich sagen. Also die heutige die Zeit, die rennt. Deswegen, ich sag mal kurz mal einen kleinen Ping. Nervt Leute, wir zum fünften Mal vom Server. Hm? Dann schon mal gewohnt. Oh, warte. Wo ist es? Ich finde den Channel nicht. Da. So, nochmal kurz wieder pingen. Weil dafür steht mir mein Name, dass auf meinem Server sehr viel gepingt wird. So, wie gesagt, also ja, eindeutig, Fazit, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, sonst wäre das viel krasser jetzt gewesen heute. Deswegen, wie gesagt, würde ich sagen, ja, war mal lustig, mal auschecken, wie gesagt. Vielleicht mache ich sowas öfters mal so ein paar Random Games einfach anzocken, ne? Am Wochenende mal gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber nach brennenden Bettenkampf. AKA Bed Wars. Warte. Gehen wir noch rüber nach Bed Wars. So. Ja,
Ups. So. Aber so schon mal mit Bedwars im Titel rein, dass es nicht irgendwie zu Irreführung kommt, als würden die Leute denken, das wäre Bloxflut oder sowas. So. Boah, kurz mich hinsetzen. Haben wir genug jetzt Credits eigentlich, um den Clan zu erweitern? Nee, noch nicht. Upgrades, warte. Clan, Member Cap. 2 Millionen brauchen wir dafür noch. 1 Million noch. Schmackhaft. Alle aktiv. Hier am meisten, ja. Aktivster Brille aller Zeiten. Ja. So. Wie gesagt. Oh, ich hatte gerade das Gefühl, so doppelt zu springen irgendwie gerade in dem Game. Wir werden jetzt, genau. Wir machen erst das Video fertig, das wir jetzt hinter uns haben. Und dann, wenn wir es schaffen, warum auch immer das schaffen sollten, überhaupt noch dann, also wir sollten es safe schaffen. Und wenn wir es schaffen auf jeden Fall, dann werden wir auf jeden Fall noch ein paar normale Battles-Runden spielen. Und ich kann mir schon mal so einen Vorgeschmack eventuell geben auf das 30 gegen 30 mit dem Kit. Das wäre auch ein bisschen Lachkick. Deswegen, ja. So. Das heißt, folgendermaßen, ihr geht alle bei Kids, ihr geht dann alle bei Elder Tree und wählt diesen Kit aus. Wenn ihr diesen Elder Tree habt, bitte wählt nur den normalen Elder Tree aus, okay? Wählt nur den normalen Elder Tree aus, nichts anderes. Das wäre richtig, richtig cool. So. Dann gehen wir mal auf... Oh, ich hasse es, dass sie die Bilder nicht mal reinmachen, die at least. Aber naja. Komm, das ist ja lustig an Autumn First. Passt, glaube ich, safe dazu gut. So ein Pay-to-Win, ja, aber so ein geiler Pay-to-Win, muss man sagen. Das ist schon ein geiles Gefühl. Das ist schon ein geiles Gefühl. Damit rein zu Pay to Win mit dem Kit. Schon babamäßig. Warte mal. Kann ich den Browser wieder höher machen? So. Da ist der Code. Das heißt, kommt alle rein. Kommt alle rein. Und dann gehen wir gleich in Rot gegen Grün. Auf ganz entspannt. Rot gegen Grün. Rot gegen Grün. Oh, das ist kacke. Man sieht das gar nicht mehr, ne? Sehe ich gerade. Man sieht gar nicht mehr, wo die Spectated Leute sind. Das ist ein bisschen doof gemacht. Weil dann weiß ich nicht, ob Leute halt noch joinen gerade, wenn sie gerade reinjoinen. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Wie gesagt, jeder braucht Elder Tree. Wer kein Elder Tree hat, der muss schon mal wechseln gehen. Alle brauchen Elder Tree. So. Dann warten wir mal. Dann warten wir mal, dass jeder hier reinkommt. So. Ah, es ist ein Schwert abzusehen. So, ich kann schon mal die Sachen einstellen. War das nochmal? General, genau. Genau, dann geht schon mal alle in Rot oder Grün.
Alle in Rot oder Grün, wie gesagt. Einmal aufteilen. Und umso schneller es hinkriegt, umso schneller können wir dann nachher gleich noch eine Runde spielen. Ja, aber ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen. So, dann legen wir gleich los. Ich kann schon mal das hier einstellen, dass die Regie das hier richtig macht. So, warte. So, das schon mal einmal. So. Und dann warten wir noch mal kurz. Ich glaube, genau, jetzt haben wir noch einen, der müsste sich mal einsortieren in Rot oder Grün. Und dann können wir loslegen. So, ich kurz die Regie muten. Danke, danke. Dann das Game lauter machen. So. Und wie gesagt, der Blau ist da noch. Ich weiß nicht, wer das ist. Geburtsbums. Aber wie gesagt, bitte rein. Sonst, ja. Kommen wir in die Feuerkrieg. Okay, und. So, kurz testen. Funktioniert perfekt. Okay. So, wir sind jetzt hier in einer weiteren Runde. Alle sind und heute sind wir alle mal Elder Tree. Und als Elder Tree, wie ihr wisst, muss man halt Spirits aufsammeln. Das heißt, wir haben alle keine Rüstung, wir haben dafür so ein Schwerter. Und natürlich wie beim, glaube ich, beim Barbaras genauso. Wer dann nachher der Stärkere ist, schätze mal, wird dann halt gewinnen, weil wir halt alle hier die Elder Tree Family sind. Wir sehen hier alles Elder Trees, obwohl. Ah, was ist das denn da? Warte. Ach, Mann. Sag mal hier, Evelyn. Was, Evelyn? Evelyn war das. So. Einmal kurz noch einen Check machen. Warte, warte. Das war jetzt Geburtst. TPPH zu Geb. Oh. Ja, das ist natürlich ein Doof. Weil er hat dich das Kick. Dann Kick, Gebo. Okay. Lul. So. Perfekt. So, dann gehen wir kurz runter und dann können wir weitermachen. So, da sind schon unsere Teams am Machen und Team Rot ist schon weg. Oha, das ging mal schnell. Ich war gar nicht mal so schnell hinterher. Die haben ja richtig gerusht, haben die gerade hier. Ja, auf jeden Fall, also wenn das gleich wieder fertig ist, dann müssen wir gleich nochmal eine Runde machen. Aber auf jeden Fall versuchen wir kurz hier an Ressourcen ranzukommen. Denn aber aktuell leben noch alle von denen. Das heißt, wir nehmen mal kurz hier mit. Aber das ging krass schnell, muss ich sagen. Dass das Bett von denen so schnell weg war, habe ich jetzt nicht erwartet. Oh mein Gott, diese Lücke wieder. So, das hat so schnell schon vorangeht, habe ich eh nicht gedacht, ne? Also wir sind nur Elder Tree, aber das muss dann schon einen krassen Unterschied machen. So, danke für die Diamanten, den packe ich mal kurz in die Kiste rein hier. So, und dann holen wir noch kurz ein tolles Schwert. Und nicht zu vergessen, wir holen uns auch hier die Spirits. Das heißt, einmal hier, zack, und dann einmal, was noch? Da hinten sind noch welche. Oh, ne. Ah, lol. Ja, okay, wir müssen noch mal machen. Warte, wir gehen kurz in die Lobby. Boah, da ging das schnell. Das ging aber echt schnell. Also, hab ich jetzt nicht erwartet, ne? Machen wir doch noch mal. Machen wir mal. Boah, ja. Auf so einer richtig kleinen Dome-Platte einfach mal. Komm, was Geiles. Machen wir auf Dome. Machen wir auf Dome einfach. So. Machen wir auf Dome. Den Code schicke ich dann hier rein.
Da ist er. Da ist der Code. Ich hab's angepinnt und let's go. Wie gesagt, denkt daran, ne? Nur mit dem Kit reinkommen und wir machen wieder grün gegen rot. Wieder grün gegen rot. Mal kurz ein bisschen die Sachen laufen, so, dass nicht so trostlos klingt. Und dann machen wir mal. So. Ah ja, der war nur Team Aufladen machen. Hab fast vergessen. So, jetzt könnt ihr reingehen. Jetzt könnt ihr reingehen, jetzt hab ich wieder Team Overflow an. Wie gesagt, rot gegen grün. Das übliche Drama. So. Das heißt, sortiert euch alle ein. War noch kurz noch ein bisschen. Und wenn dann losgeht. Aber ich mach das nur zum Aufnahmen. Das war ja davor, das war ja gar nichts, war das, ne? Das ging ja ratzefatz. Ja, kurz noch schnell die Aufnahmen löschen, die beiden. So. So, kommt noch mal was? Ich glaube nicht. Nee. Obwohl, nee, da kommt nichts. Okay. Dann, einmal Regie wieder. Danke. So, dann sortiert ihr mal ein und dann legen wir los. Und, genau so. So, und 3. So, da sind wir jetzt in einer Runde drin und wir sind hier, wie gesagt, mit allen... Ne, nochmal neu. So, wir sind jetzt wieder in einer weiteren Runde. Alle sind und heute sind wir alle mal der Elder Tree. Das heißt, die Stärksten der Stärksten werden hier gewinnen. Und wie gesagt, wir werden jetzt mal gucken, wer hier von den ganzen Elder Trees das Ding machen wird. Weil, wie ihr kennt, Elder Tree, der hat ja gar keine Rüstung, kann nur sich mit einer Waffe hier equippen und seine Rüstung suchen, ist er sehr selbst. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier mit dem Stream auf jeden Fall ein fettes Ding am Laufen. So, ich würde jetzt erstmal sagen, persönlich hole ich mal kurz ein paar Diamantos und ein paar Spiraldos. Das heißt, einmal kurz hier hoch und einmal so. Okay, wenn schon die ersten Betten kaputt gemacht, sehe ich gerade. So, einmal kurz hier rüber und einmal hier den Diamanten mir holen. Oh, da wird geteleportet, da sind aber die Threaders dabei. Einer ist schon bei uns am Bett. Also merkt ihr schon, das Temperament oder die Leistung ist hier schon hoch begabt. So, krieg noch einen Diamanten bitte. Das wäre sehr, sehr cool. Wir kommen, einen Diamant. Ja, oh, geil, Alter. So, rüber geht's hier wieder einfach auf die andere Seite und dann haben wir schon... Was? Hast du auch noch was für mich? Anyway, genau, perfekt. Oh, Ehre. Noch ein Diamant. Okay. So, die zwei packe ich hier rein. Und dann fetzen wir uns mal. Ah, hier ist noch einer. Warte, komm her. Warte, ey. Oh mein Gott, der ist da oben. Oh, warte, hier sind ein paar. Boah, es sind ein bisschen viele Bäume auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch nachher ein bisschen auch gefühlt lecken, wie bei dem Gompi-Kit, weil hier auch sehr viele Sachen gespawnt werden. So, das wäre, oder? Das ist auf uns bereit. Nein! Oh! Und rüberfallen? Der Profi. Ich wollte gerade mit den Spiral oder knüpfen. Den knüpfen wir jetzt auch. Warte, den holen wir jetzt wieder. Warte, einmal der hier. Zack, easy. So, und dann ist hier noch einer. Warte. Genau, hier. So, und Emeraldos nehmen wir auch noch mit. Wie viel habe ich? Einen. Perfekt. Oh Gott, die Mitte ist ja gefüllt von roten. Haut ab. Nein. Oh, hier geht's nicht lang. Oh mein Gott. Ehre. Oh mein Gott. Oh. Ah, Mist.
Oh mein Gott, hier ist ein Spirado genau an unser Butze. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Und ich hab, warte, jetzt hab ich ein Schwert. So, einmal kurz ein Schwert holen. So, oder hier ist, oh, der ist ganz schön groß schon sogar, ne? Der ist echt schon sehr groß. Oh mein Gott. Aber der hat, glaube ich, nur, ah, der will angreifen. Aber nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. Bei mir wird hier keiner durchgelassen durch mein Team. So, der kommt auch noch mit. Oh, warte, Spirado. So, jetzt mitnehmen. Komm, 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 komm. Oh, nee. Oh, ja, guter Boost. Eigentlich den roten Teammate. Auch super. Okay. Ach, okay, der will sich auf den Baum da verschanzen. Ah, hab ich kein Problem mit. Hab ich gar kein Problem mit. So. Aber wir weg sind hier. Nice, easy. So, dann holen wir uns mal hier kurz ein bisschen Eisen noch. Wir brauchen ein paar Blöcke. Wir brauchen definitiv ein paar Blöcke. So. Und ich merke schon, der Ruckel, der kommt langsam. Der kommt schon langsam. Also diese, ja, diese Runden, wo er spawnt für das Kit, ist gerade nicht sehr performancefreundlich. Aber das ist mir jetzt egal. Ne? Denn, das gibt's nicht schon wieder. Ey, wie kann ich da wieder durch eine Lücke fallen, ne? Das check ich nicht. Okay, kein Plan, wie ich gerade durch eine Lücke gefallen bin. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, hier ist... Oh, echt, ich Rambazamba, ne? Wir haben ja echt Stress am... Oh, hier ist aber sau viel. So und so. Perfekt. Oh, ich habe jetzt schon 260 Leben. Das ist sehr nice. Deswegen, also ich finde, es sollte mal wieder so eine Art Kit kommen. Es gibt ja zum Beispiel ein paar Remix-Kits, die vom anderen ein bisschen abkupfern. Aber so ein Kit soll auch mal wieder mal kommen. Sowas fände ich echt geil. So, da haben wir schon ein Schwert. Etzala, let's go. Und wir brauchen noch ein paar Blöcke. Wir brauchen noch ein paar Blöcke. Und Diamanten brauchen wir auch noch sehr dringend. Ich habe hier gerade zwei Diamanten. Das heißt, wenn einer noch zwei Diamanten hat, dann kann ich hier auch wieder den Diamantspawner holen. Oh mein Gott, ich komme nicht hoch. Ne? Ich bin einfach zu fett dafür. So, ich hole mal kurz Diamanten. Oh, da war unser Bett kaputt. Okidoki. Das ist natürlich nicht so gut. Da müssen wir mal ein bisschen versuchen zu überleben, damit wir nicht hier runterfallen. Ich habe keine Blöcke mehr, ne? Oh mein Gott, warte mal. Ja, so. Genau so. So. Dann holen wir uns mal hier. Oh Gott, wir werden gleich so zermatscht, glaube ich. Wir werden gleich so zermatscht. Oh Mann, er hat das Schwert. Oh, doch, der Schwert gekauft. Okay. Oh, wo ist er? Oh mein Gott, ist er laggt. Oh mein Gott. Ja, okay, einer hat einen Diamantschwert gesehen. Einer hat einen Diamantschwert irgendwo gesehen gerade. Da, der da. Genau, geht alle auf den. Alle auf den. Der tankt viel. Der ist sehr groß. Ich habe keine Blöcke wieder. Ne? Ist das ein Drama auf... Okay, der ist unsichtbar einfach. Hö? Ist einfach unsichtbar. Oder irgendwas Unsichtbares eiert vor sich herum. Auf jeden Fall haben wir gerade ein bisschen hier Komplikationen. Oh mein Gott. Was sind so viele? Ich hau nur noch drauf. Ich weiß nicht mehr, was ist. Ich hau einfach nur noch drauf. Auf der Hoffnung, dass ich irgendwas treffe. Oh mein Gott. Aber wir sind strong. Team Grün lässt sich nicht nieder. Team Grün lässt sich nicht nieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm. Da wird sich wieder raggen. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt hier alles geben. Der hat auch keinen Bock mehr. Der baut sich auch schon hoch. Ich fühle mich aber auch echt langsam, ne? Also man merkt schon, ohne Rüstung zu playen, ist schon eine ganz andere Liga wieder. So, das ist hier auch ein bisschen hier gestecke wie wilde. Ich brauche echt mal ein besseres Schwert, ne? Ich brauche auf jeden Fall ein sehr, sehr besseres Schwert. Boah, erstmal Luft holen hier, ja. So, besseres Schwert incoming. Hier ist es, da ist es. Mitnehmen und ab die Fahrt. Da, okay, es kommen aber ganz viele, ne? Die wollen hier... Das Problem ist, wir müssen gerade irgendwie einen anderen alternativen Weg finden. Und den werde ich halt versuchen zu finden. Das heißt, ich renne jetzt mal im Leben hier einfach. Lass die anderen halt alle sterben. Und, oh mein Gott, das Fenster, komm her. Komm her. Ich komm, bleib schon. Oh mein Gott. Na. Nein. Oh, ich bin tot. Eine Runde müssen wir gleich noch spielen. Das geht alles sehr schnell. Was aber lustig ist. So. Komm noch zu. Wer ist denn noch da? Fappen und Felix noch, okay. Lass mal kurz Fappen zu, weil der ja gerade am meisten getargetet wird. Okay. Oh, Felix ganz, ganz klein. Der wird es, glaube ich, nur der dickste Baum wird überleben. Nur der dickste Baum wird es überleben.
Ja, RIP. Und das in einem Winners, genau. Nice, GG. Ich sag mal gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal sofort. Dann haben wir noch circa eine Stunde Zeit. Haben wir noch eine Stunde Zeit, das hinzukriegen. Lass mal, was ist das? Craig Islands? Oh, wie hießen diese eine? Weiß einer von euch, was das? Ich glaube, Gold Rush war das, ne? Diese, wo ich es krass fand, diese riesige Insel. Ich glaube, Gold Rush war das, das war die riesige Insel. Genau das war die, boah, die ist geil. Goldwatch ist echt eine geile Insel. Goldwatch ist echt eine sehr geile Map. So, kommt rein und wir machen wieder die gleiche Rot gegen Grün Kategorie. Rot gegen Grün wieder. Ihr kennt's, ne? Das heißt, geht alle rein. Rein da und dann let's go. So, wir warten kurz, bis alle reinkommen. Und dann machen wir eine neue Runde hier. Ach ja. So. Anodilus. Ich glaube, Anon ist das. Anon müssen noch mal kurz das Kit auswählen. Das gleiche zählt auch für den Mann in Oberkörper. Avanti. Genau, Avanti. Ihr müsst einmal noch mal kurz im Lobby, einmal kurz euren Skin nochmal wechseln. Aber sonst könnt ihr nicht mitmachen. Ihr müsst einmal noch kurz einmal in die Lobby gehen und den Skin wechseln zu dem Kit. Sonst könnt ihr nicht mitmachen. Ja, das lohnt sich nicht. Das ist das Problem leider, Frostboy. Islands ist halt nicht mehr so geil, wie es damals war. Also, trendmäßig halt, ne? Auf gut Deutsch gesagt, es juckt keinen mehr richtig gefühlt Islands in Deutschland. Für die breite Masse. Nicht, dass es keinen mehr juckt, aber für die breite Masse auf jeden Fall. Na, wie gesagt, ne? Einfach rejoin und dann, umso schneller wir jetzt hinter uns kriegen, können wir noch ein paar Runden spielen. Also sollten wir eigentlich eine Stunde schaffen, also. Das wäre ein bisschen komisch. Das wäre sonst ein bisschen komisch, wenn wir es nicht schaffen sollten. So. Und dann legen wir gleich los. Ist auch noch drin. Ich sag mal so, ich finde die neue Liste geil. Das Einzige, was nur ein bisschen schwer zu erkennen ist, ist Spectated Leute, die reinschauen. Das ist das Ding. Ja, wenn gleich Anon da ist und der Typ dann, der, ne? Okay, Anon ist da. Aber scheint auch nichts zu machen, deswegen machen wir einfach einen Kick. Nur wissen. Okay. Ja, würde ich sagen, alle sind drin. Genau. Machen wir Regie mal kurz aus. Danke, Regie. So, und ich würde sagen, wir legen los. So, neue Runde, neues Glück. Gerade eben wäre echt easy, ja, weg auf jeden Fall. Das war schon sehr, sehr schnell. Deswegen machen wir es nochmal neu auf meiner ganz neuen Lieblingsmap. Ich finde diese Karte, also ganz ehrlich, die ist extrem heftig geil. Also da mal auf Hide and Seek zu spielen, glaube ich, das wird auch mal, oder Hide and Yeet, im Stream auf jeden Fall richtig lustig. Sehen Sie schon, die rushen da schon. Die rushen da schon. Die wollen drauf. Die wollen alles geben. So, wenn ihr jetzt noch kurz ein bisschen abgeben könnt oder kurz ein bisschen geben könnt, dann kann ich kurz das Bildchen einbauen. Obwohl, 1, 3, 4, und ich krieg's, glaube ich, hin. Ja, genau. So. Diesmal aber baue ich das Bett ein und noch ein bisschen
Mit härteren Materialien. So, einmal kurz hier das Bett einbauen. So, und den Rest kannst du zumüllen. So, dann ist das Bett auf jeden Fall beschützt und dann kann auch keinem was passieren. Und jetzt haben wir kurz unsere Balls hier. So, da kommt schon Feindkontakt, sehe ich hier. Die wollen hier schon unser Bett aufcracken. Aber das lasse ich natürlich nicht zu. Deswegen, lasse ich denn auch nicht hier das Bett kaputt machen. Komm her. Komm her. Okay, schon jetzt unser Feind. Auch nice. So. Und ja, wie gesagt, jetzt sind nur noch die beiden Teams hier. Einmal rot gegen grün. Und wir werden jetzt hier, wie gesagt, dann versuchen, das zu machen. Wir wollen auf jeden Fall und da sind schon wieder welche, ne? Also, diese Runde ist wieder sehr, sehr ätzend lästig. Aber okay. Warte, den kriege ich noch. Warte. Genau, der wurde gesuffocated. Super, genau so soll es sein. So, ich brauche mal ein paar. Oh, das ist riesig, Map, ne? Muss man sagen, die ist riesig geil. Deswegen brauchen wir ein paar Blöcke, um uns mal kurz fortzubewegen, um hier die Spots abzuklappern. So. Wo ist denn das denn hier? Da ist ein Spot. Da rennen wir mal kurz hin. Einmal bup. Und da hinten war auch noch ein Spirado. Müssen wir mal gucken, wo die Spirados hier sind. Die sind sehr verstreut hier. Aber die Map ist auch mega geil. Und sowas würde ich mir auch mal gerne wünschen. Öfters in Bedwars, so welche Riesenkarten auf jeden Fall. Aber die sind mega geil einfach. Was geht denn hier ab? Ach du Kacke. Okay. Da will ich mich gar nicht mit einmischen. Das vermeide ich lieber. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier hochkomme wieder. Kann hier irgendwie, ohne sich hochzubauen, auch naturell hochkommen? Geht das hier, ne? Das sieht noch ein bisschen am Weg aus. Ja, okay, nicht ganz genau, aber ungefähr. So. Da hinten. Oh, hoppala. Da wurde ich gerade geboostet. Hallihallo. Komm her. Oh. Warte, ich nehme nur den Eisenblock hier. Oh, warte, hier kommen die Blöcke. So, jetzt. So, und einmal her damit. Komm her. Wir müssen dich einmal kurz klappen. Oh, der ist ein bisschen groß, ne? Der ist ein bisschen sehr groß schon. Egal, ich hole mir kurz mal den Spirado. Der kann sich ja schon mal drum die Arbeit machen, den zu kriegen. Ich hole mir kurz mal das hier. Zappidab. Einmal kurz dann nochmal hier. Einmal ein bisschen von dem guten Zeug abholen. Zack und zack. Easy. So. Wo sind wir? Einmal kurz hier hochbauen. Zack, zack, zack. So, da unten sind welche. Einmal kurz hier die Leute da unten holen. Einmal kurz hier holen. Gucken. So, zack, zack, zack. Oh mein Gott. Das war eine Kombo gerade. Die war aber gut, die Kombo. In der Luft. Oh, hier, der. Oh, wo ist er? Da ist er. Er leckt aber auch sehr, man merkt's. Also, der kommt nicht weit voran mit seinen Füßen. Ja, das bringt auch nichts viel. So, komm her. Dein Kill will ich. Gib mir deinen saftigen Kill. Hallo. Oh, warte mal. Oh. Ja, ich habe mir den Spirado noch geholt. Easy. Ich habe mir den Spirado noch geholt. So. Kurz Luft holen. Kriegst du da kaum Luft, wenn du die ganze Zeit durchredest. Wieder echt Hals trocken von. Oh. Brauchen wir einen neuen Generator. Wir sind hier richtig hinterher. Das ist das Problem. Wir brauchen einen Generator. So, wir brauchen mal ein bisschen Generator-Power. Deswegen holen wir auch ein bisschen kurz bei Generator-Power. Und wir gehen mal kurz zu dem Diamant-Spawner, weil soweit, wenn das weitergeht, werden wir auch wieder verlieren. Das sehe ich jetzt schon kommen. Deswegen werden wir jetzt mal kurz hier einmal 6 Diamanten holen. Ganz auf easy. Und dann rennen wir wieder zurück. Da ist einer, by the way, der baut sich jetzt ein und will jetzt unser Bett so sind kaputt machen. Aber da kümmern sich, glaube ich, schon ein paar Leute drum. Deswegen ist das ganz gut. Und wir rennen jetzt hier ganz genüsslich hier wieder hin. Gucken uns das hier an. Guck mal hier. Ui, Kauf. Ja, das war's auch mit dem Bett schon wieder. Das meinte ich gerade eben. Aber das ist ja kein Problem, denn wir sind ja Profis, hoffe ich mal, ne? deswegen, ja. Okay, den kriege ich hier. Komm. Ah, wo ist er? Da. Oh. Na, der baut sich wieder hoch, den kriegst du nicht, ne? Der baut sich wieder ganz schlimm hoch. Oh, hier. Oh mein. Ja. Das, ja, auf jeden Fall. GG, würde ich sagen, an der Stelle. So, perfekt, die Aufnahme im Kasten. Wir könnten sogar noch die Dings sogar mitmachen, eigentlich, wenn ihr Bock drauf habt. Gleich noch die 30 gegen 30 Kit-Aufnahme machen. Da hatte ich da auch Bock. Oh, nice. GG. GG. Da ich ja noch auf Bock, das aufzunehmen, das heißt, nein, mach ich nicht mehr. Also, was heißt manchmal mehr? Also, ich spiele gerade nicht mehr, so rum. Das können wir auch mal machen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann können wir schon alles abklappern. Sollen wir die Aufnahme machen? Ich kann mal kurz hier reinschreiben. Umfrage starten, genau. Aufnahme noch machen. 30 wie 30.
So, einmal hier meine Community-Fragen, ne? Und dann sagt und stimmt mal ab, ob ihr auch ja, hier das mitmachen wollt, ob wir das machen sollen, dass ich da jetzt mal ein Kit ausnutze und dann den 30 gegen 30 das ausprobiere. Schreibt, votet mal ab. Weil dann würde ich hier, wie gesagt, dann Zenith nehmen und Zenith dann halt für 30 gegen 30 nutzen in einem Video. Wenn nicht, dann meinst du jemand anders mal. Deswegen. Dann meinst du jemand anders mal. Aber es sieht danach aus, dass die Mehrheit will, dass diese Aufnahme stattfindet. Ja, eindeutig. Eindeutig. Ihr wollt eindeutig, deswegen kriegt ihr auch eindeutig. 13 Stimmen, das reicht vollkommen. Das ist ein klares Ergebnis. So, das heißt, ja, hat einer von den aktiven Mitgliedern, die hier vielleicht im Chat sind, außer vielleicht Baby Lukas, ich weiß ja nicht. Oder Baby Lukas, hast du Bock, dabei zu sein? Wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Weil sonst wählen wir einfach random Leute aus. Ganz einfach. Sonst wählen wir einfach ganz random Leute aus. Bei der Aufnahme, 30 gegen 30. Ich kann ja schon in der Zeit die anderen voll machen. War 30 gegen 30, 30 8 oder 6 Player maximal, Leute? Ich meine, 30 war 6, meine ich, oder? 30 gegen 30 war 6, glaube ich. Acht? Acht, sagt einer. Wir machen erstmal sechs, dann machen wir mal sechs, das reicht ja erstmal. Ich meine, acht wären nur infected gewesen. So. Dann fliegen wir mal wohin. Acht maximal. Aber wir gucken mal. So. Da kommt der Vico. Vico, Cindy. Nicht Cindy, Shadi, so rum. Auch nicht wie Lukas, egal. Oh Gott, das sind jetzt wie viele? Egal, packen wir Webelus auch mit rein. Uni. Und weiter können wir jetzt nicht verfolgen. Das heißt, ich will mal kurz meine Position mal schnell wechseln. So. Das wäre einmal Tom, Anon und der da rumspringt gerade, den ich sehen kann wieder. Tom. Warte, Tom. Anon. Und wer ist nochmal rumgesprungen? Das war ein Stern. Star-Lord war das. So, hoffen wir, das funktioniert. Hoffen wir mal, funktioniert. Wir gucken mal. Sonst muss ich halt Star-Lord und Anon halt rausschmeißen. Aber nur für die Aufnahme halt, ne? Allgemein, ich werde nach dieser, also das jetzt nicht zählen mit dem Wechseln, ne? Das zählt immer noch als, dann nächstes Mal resetten, ne? Ich würde heute meine, deswegen. So, guck mal. Ah, geht, okay. Warte. So, jetzt aber. Und nur schnell. So. Oh, jetzt, das wollte ich nicht. So, ich würde mute. Oh, es geht schon los. Something playing electric damage. Some game with balloons. Ach, was ist Balloons? Was seid ihr für Menschen, die Balloons nutzen einfach? Also ich komme nicht auf die Leute, kann dieses Balloon so feiern. Aber okay. Dumm eigentlich mit den Balloons, aber okay. Egal. Egal. So, da sind wir schon in der 30 gegen 30 Runde mit Zenith. Das heißt, das kann einfach nur babamäßig werden auf jeden Fall. Und wir gucken mal, was wir hier so gleich dann bekommen werden. Ich hoffe mal, das Bett bauen welche ein. Oh, ich glaube, es sieht eher weniger danach aus. Dann baue ich das Bett halt ein. Ach, der Keck baut es jetzt mit Wolle ein, ey.
So. Ich brauche Emeraldos. Ich brauche Emeraldos ganz dringend. Komm, okay, ich komm mit. Lass in die Ecke gehen oder so. Ach, Baby Lukas. Ehre. Zwei Emeraldos schon mal. Einmal ein Anfang. So, Baby Lukas hat schon mal zwei Emeraldos besorgt. Das ist schon mal super nice. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz halt. Ich will mal die Ballons auf Holz mal wegpacken, weil ich glaube, wenn die sterben, sind die auch gleich weg. Aber wir gehen mal kurz in die Mitte, holen noch mal kurz zwei Emeraldos. So schwer kann das ja nicht sein. Und dann werden wir hier uns mal dann das gönnen. Ich bin echt mal echt gespannt, wie das gleich aussehen wird, wenn wir da halt, wie gesagt, mit Emeraldos da voll reinzimmern. Ich glaube, Baby Lukas hat hier wieder Emeraldos. Drop, schnell, schnell. Ein, okay. Okay, hat ein. Dann haben wir noch einen Zenith, okay. Nice. Boah, es leckt aber ein bisschen hier gerade, ne? Ein bisschen leckt das hier gerade. Aber mit dem Archer will ich mich nicht kloppen unbedingt. Ich hasse die Kopfhörer manchmal, ne? Wenn da kein Signal ist, dann höre ich nichts. So ein ganz ekelhaftes Rauschen ist das. So, da haben wir schon den dritten Emeraldo drin. Auf ganz entspannt. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Emeraldo und dann haben wir schon das Ding oder die Maschine. Und dann sollten wir eigentlich hier, ja, schon komplett finanziell abhängig sein von dem ganzen Spiel. Weil, wie gesagt, das sind da 30er Teams, aktuell 26 zu 25. Aber ja, oh, Vico. Komm, Vico. Ja, schnell, Vico. Ja. Oh, Ehrenmann, Vico. Ehrenmann. Woo! Okay, let's go. Jetzt zurück zur Base. Schnell. Okay. Das kann lustig werden. Das kann echt lustig werden. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen den mal kurz mit, so, und stecken dann hier hin, wo es eh keinen so richtig interessiert. Ich mach den mal hier hin. So, da hinten steht er jetzt, und wir gucken mal, aktuell noch nichts, aber ich schätze mal, das wird, also müssen wir noch aktivieren, fällt mir gerade ein, blau wird getarget, genau, so, der hat jetzt an, blau hat jetzt das Target, dann warten wir mal drauf, dass der dann hier gleich uns versorgen wird. Oh ja, jetzt geht los, es geht schon los, seht das, Leute? Ey, ich mach grad, oder? Doch, jetzt. Ah, ich hab schon 200 Eisen. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Ich hab schon 200. Oh mein Gott, wie 85 Eisen aus dem Nichts. Das ist so krank gerade. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist echt geil. Komm, kriegen wir noch was davon? Können wir mal kurz ein bisschen einkaufen gehen? Das ist ja echt geil. Oh, sie kaufen gerade hier ein, aber es ist schon sehr geil. Es fällt nur noch immer reilos, wenn die das einkaufen würden, dann wäre ich schon komplett dabei. Aber egal, ich kann mich schon mal schön aufrüsten hier. Ich kann schon mal anfangen, hier die Sachen zu bauen. Was ist das da oben in der Luft? Ist das ein... Hä? Was ist denn das denn? Hä? Was ist denn das? Jetzt mal ohne Shit. Was fliegt denn da gerade rum? Hä? Ist das ein UFO? Oh mein Gott, oh, wie viel Eisen ich gerade bekomme. Was ist denn das? Da fliegt irgendwas rum? Habe ich irgendwie gerade eine Macke offen oder habe ich was verpasst oder... Was fliegt denn da denn rum? Hey, da fliegt halt literally irgendwas gerade rum. Ich kann es selbst nicht erklären, was es ist. Es sieht aus wie ein Helikopterteil oder sowas. Ey, Also ich habe ja gerade 400 Eisen. Oh mein Gott, aber... Ach, das ist dieses Radarding. Ach so. Oh mein, ich bin so lost. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist das Radarding, wo ich diese Base von denen so gesehen halt mit scanne. Wo ich gerade schon 700 Eisen habe. Oh mein Gott. Voll krass. Aber das ist das Radar-Ding. Ich denke schon, was ist das ganze Zeit, was da fliegt? Oh, das ist das Teil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gestört. Oh, jetzt kommt Emeraldos sogar noch. Irgendwer hat Emeraldos gerade geholt. Oh mein Gott, wie geil. Also, was gerade hier im Bedrock abgeht, ich weiß es gerade absolut nicht, aber das ist mit dem Kit mega geil auf jeden Fall. Und der ist tot. Auf jeden Fall ist das mega geil mit dem Kit hier. Guck mal, wie viel Eisen ich hier schon wieder habe. Ey, das ist unglaublich. So, wir haben es hier Gen 3, so sehe ich gerade. Dann bleib mal kurz hier stehen für Gen 3. Aber das ist mega geil. Also, wenn die auch noch drüben Gen 3 bekommen, dann wäre das, glaube ich, richtig OP. Dann wäre das richtig OP, weil denk mal nach, wie viele Leute da drüben mit Gen 3 etwas kaufen. Boah, das ist echt schon wild. Also, das Kit ist definitiv 4 in 30 in 30 mega OP. Ich frage mich heute, ob es in Lucky Blocks auch noch irgendwie so Lucky Blöcke abziehen können. Das ist auch mega lustig. Und aktuell, leider können wir es nicht sehen, aber wir werden auf jeden Fall, schätze mal, hier schon viel... Ah doch, wir können es sehen, oder? Da, boah, 1600 Eisen schon abgezogen und 4 Emeraldos. Das ist schon sehr nice auf jeden Fall. Das lässt sich sehen. So. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich dann drüben noch kein, ja, ihr wisst schon, ne? Kein Spawner. Boah, das ist... Also, das ist echt krass.
Oh mein Gott, ich habe schon drei von den Teilen da oben rüberfliegen. Oh mein Gott. Boah, ich könnte jetzt literally einfach schon rüberrennen, ne? Ich könnte schon rüberrennen. Ich will mich kurz maximal aufrüsten, dass ich dann da rüberrennen kann, ohne Sorgen. Weil das ist unglaublich. Also was hier gerade an Ressourcen wieder reinkommt. Guck, 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 guck. Das ist unglaublich viel. Schon 1800 Ressourcen. Boah. Das ist echt krass. So, wir gucken mal. Was kaufen wir uns denn? Wir kaufen uns auf jeden Fall eine Telepearl. Die brauchen wir noch. Ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Sonst haben wir... Also ich will noch einen Backpack holen eventuell. Und dann können wir schon rüber lotsen und die dann zerstören. Boah, Junge, das ist so gestört. Also 30 gegen 30 ist das richtig OP. Bei 30 gegen 30 ist das richtig OP. Das ist schon davor OP, aber jetzt ist es noch OP. So, dann haben wir schon einen Backpack. Und wie viel sagen wir, greifen mal lustig an bei den drüben. Einmal hier. Und dann, ja, kommen nochmal Teleports. Die gehen immer fit. So, dann haben wir noch Balloons. Die sind einmal hier drin. Super. Und dann, oh, ich krieg noch den Emeraldos hier reingedrückt von denen. Auch subi. Und so, dann gehen wir mal rüber. Und dann gehen wir mal rüber. Boah, ich werde gerade so zugedröhnt von denen. Das ist so geil einfach. So viel Zeugs, wie ich von denen bekomme. Nein. Oh, geht schon los. Ich stelle mich gerade ein bisschen dulli an. Oh, aber wir haben auch unsere erste Drohne, die uns jetzt über uns hovert. Da sehe ich gerade. Kann man die eigentlich zerstören? Eigentlich geht das überhaupt eigentlich, wenn man da drauf schießt? Aber so Interesse gefragt. Geht das eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Man muss wirklich die Person dafür töten, dass dieser Art Helikopter da einen Abgang macht auf jeden Fall. Nee. Die zählt nicht. Egal. Wir müssen noch kurz noch ein paar neue kaufen, weil die anderen sind gerade ein bisschen... Ah ja, oh hier, ich sehe es gerade. Ah, lol. Oha, was für Preise auf einmal. Okay, ich check das, was da gemeint ist mit der Economy-Zerstörungssache. Das ist schon... Boah, das ist schon echt dreist. Boah, das ist heftig. Okay, das ist schon... Das ist schon mad heftig, die Preise auf jeden Fall. Aber ja gut, die haben da 1, 2, 3, 4, das Vierfache drüber schweben. Also ich will nicht wissen, wie die da unter leiden. Aber naja, so, wir gehen mal rüber. So. Boah, Vierfache. Oh, wir haben nur einen von den Teilen liegen, Alter. Das ist schon krass. So, was haben die... Oh, was haben die denn hier gebaut? Oh mein Gott. Okay, krasse Sache auf jeden Fall hier, Bro. So, dann werden wir mal kurz... Und Charming Tape haben wir jetzt. Dann werden wir mal kurz da ein bisschen reinfeuern. Ganze Zeit alles reinfeuern. Das heißt, Bett ist offen. Da kann einer rein, logischerweise jetzt rein. Genau, Bett ist zerstört worden. Oh mein Gott, ich bin gerade im Tiefsten der Tiefsten gelandet. Oh mein Gott. Und keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Oh mein Gott, ich bin... Das ist so genial. Es ist so genial gerade. Oh mein Gott. Oh, hier, 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 hier. Er. Hä? Mach ich mal gerade Schaden überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich mache gerade keinen Schaden den Leuten da irgendwie. Ganz weirde Sache. Nein! Oh, der Glitch. Aber trotzdem. Boah, das ist echt krass. So, und weil wir ja eh den Spawner hier haben und die Preise mir jetzt eh egal sind, kann ich jetzt eh das nochmal holen. Boah, das ist aber echt krass. Das ist echt heftig. Also was die, glaube ich, für einen Discount oder was die für einen... für eine Höhe... Für Preiserhöhung haben, das müsste echt brutal sein bei denen drüben. So, und jetzt heißt es wieder, deren Preise in die Höhe steigen. Inflation ist auch deren Motto, eher gesagt. So, wir gucken mal, zack. Kann ich jetzt nicht mit den anderen, die anderen sehe ich das nicht, sehe nur meine Maschine. Okay, dann nochmal kurz aktivieren. Und, bupp, so. Und dann können wir uns hier eigentlich schon wieder von denen ergötzen lassen. Einmal kurz hier Pfeile kaufen. So, und Enchantment wäre mal nice. Was haben wir denn für den Schadens hier? So, aber wir haben keine Rohstoffe gerade, ne? Ah, nicht so praktisch. Und ich glaube, die haben halt so hohe Preise einfach, dass das halt bei den Einkaufen fast so unmöglich ist. Vermute ich mal wenigstens. Boah, Junge. Also jetzt glaube ich, jetzt, oh, Volley. Komm, noch Sky, das ist Volley. Feuer 1. Ach komm, wir gehen mit Feuer 1 rein da. Einfach rein und mit Feuer 1. Wir schaffen das schon. Es sind eh noch 9 Stück, deswegen kriegen wir easy. Deswegen einfach mal rein da, suchen und let's go. So, wo sind hier noch welche? Da hinten sind welche. Opala und... Warte. Oh, der ist in Flammen. Der ist in Flammen aufgegangen.
Hoppala, so. Und, und. Da ist er. Warte. Oh mein Gott, wir gerade so zugedröhnt wieder mit dem Zeug. Oh mein Gott, das leckt hier gerade sehr. Also ich merke gerade, der Frame-Einbruch, der ist heftig. Der Frame-Einbruch ist sehr heftig gerade. Komm, wir gehen mal einfach rüber. Oh mein Gott. Ja, bau über mich, auch gut. Boah, wie es hier laggt. Du kannst hier kaum noch spielen. Oh mein Gott, wie es hier laggt einfach. Oh mein Gott. Ey, das laggt gerade so hart. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie es hier laggt. Das ist unglaublich, wie es hier gerade laggt. Oh mein Gott. So, die ist tot. Ich kann nicht mal... Oh mein Gott, diese Lags gerade. Komm runter da. Irgendwie. Hauptsache, du kommst runter. Ah. Nee, okay, der will nicht runterkommen. Was ist hier hinten am Start? Der ist schon weggemetzelt. Jetzt kommen noch zwei Leben noch. Nur zwei Leben noch. Na. Ich glaube, sind die Leute mit den Balloons da hinten, die gerade so rumglitschen. Das müssten einer der zwei letzten noch sein, glaube ich. Wir gucken mal. Wo sind die zwei letzten denn eigentlich überhaupt? Woher sind die denn bitte rum jetzt hier? Muss nur da was sein. Da geht gerade viel in die Richtung. Ah, da hinten sind die letzten zwei. Die bekämpfen sich, aber die sind so aus dem Fritte, die werden das nicht überleben, außer der Elder-Tree eventuell. Aber der andere wird es nicht überleben. Okay, der ist schon tot. Und der Elder-Tree ist auch tot. Okay. Hä? Hat er doch überlebt? Wo ist, warte mal. Hä? Hat es wirklich überlebt? Oh mein Gott. Er hat es wirklich überlebt. Oh mein Gott. Okay. Oh ja, komm. Jetzt ist er tot, aber komm. Der zählt. Komm schon. Nice. Nice, nice. GG. GG auf jeden Fall. Perfekt. Dann haben wir auch Aufnahme im Kasten. Mashallah. Ich küsse doch eure Augen. So, dann können wir die Regie wieder anmachen. Und wieso hat der Stream gerade gehangen? Was hat das gerade? Okay. Mal ein Auge drauf halten. So. So, so, so. Wie viel haben wir jetzt? 19 haben wir. Da passen noch ein paar Runden rein, aber du. Da passen noch voll viele Runden rein. Okay. Dann würde ich sagen, ja, genau. Machen wir jetzt mal weiter. Jojo, mo. Oh Gott, kurz gestreckt einmal. Let's go. So, okay. Ja, ich guck's mir mal privat mal an. So, dann würde ich sagen, machen wir so, ne? Ihr wisst, wie es immer ist. Die Mitglieder, wenn die wollen, können jetzt mitmachen, die erste Runde so gesehen. Und ja, das wäre, glaube ich, WB Lukas dann nur. Jojo und Charlie wären das dann, wenn. Ich glaube, WB Lukas würde auch gerne eine klassische Runde mitmachen. Genau. Deswegen legen wir los. Oh, das ist schon heftig mit 30 gegen 30. Boah. Ich glaube, ich bleibe dem Kit erstmal. So. Warte mal kurz, dass alle ankommen. Auch wenn es mal einen Playbutton machen kann, aber ich mach's mal hier. Ne? Deswegen. So, let's go. Let's go.
Supercharge nämlich, genau. Obwohl Forge ist auch, aber das ist 11 Minuten. Nee, das ist Trash. Das war ja früher 5 Minuten, glaube ich. Das hat sich mir noch gelohnt. Aber ansonsten lohnt sich das gar nicht mehr. Was? Bitte was? Oh nein, Kero hat sich den 1-Million-Play-Button bei Amazon bestellt. Warte, was? So. Dann legen wir mal los mit einer schmackhaften Rounder. Alarm! Alarm! So. Nice, Jojo. Nice, nice. Der Macher. So. Perfekt, Bett ist weg. Auf da! Ach, Charlie. Gut gemacht. Der Baum wurde erfolgreich eliminiert. Boah. Was sagen die anderen Betten? Gelb hat noch ein Bett. Das ist ja voll die Noob-Runde. Also mal Real Talk. Hä? Ah, die bauen ihr Bett jetzt mit Holz ein, sehe ich da hinten. Aber ich habe dafür extra einen Axcode, deswegen. Easy. Easy. Wow. Ach, Mann. Bitte fahr auch nicht. Ja, jetzt schon los, nochmal. So, hab ich auch gewartet. Jetzt können wir noch ein bisschen Axt holen. So, let's go. Let's go! Ach, der Lag! Excuse me, wir haben 2022. Und so noch schön und so lispend so. Wir brauchen immer ein bisschen mehr Armo. Und Armo geht nichts. So. Das reichen? Oh! Ach, was ein Mensch. Kiste? Oh, Kiste, ja. Kiste? Schneller, Kiste, da kommt was. Beeil dich! Woo! Oh mein Gott. Baum! Alarm! Oh. Du bist vor der Rüstung. Ach, Mann! Ja, da hat das Eisen auch nichts gebracht. Da hat leider das Eisen auch nichts gebracht. Oh, oh, oh. Ach, Baby Lukas.
Der Profi. Der Profi mal wieder am Start. Ja, mal gucken, ob das Charlie hinkriegt. Aber das gerade eben, Mann. Also das. Darüber reden wir nicht, Baby Lukas. Darüber reden wir nicht nochmal, du. Und deswegen darf ich heute nochmal. Nein, Mann. Wir halten alle fair. Also was davon noch übrig bleibt halt, ne? Boah. Also ich weiß echt nicht, wie man so auf Tablet oder Handy so krass abgehen kann, ne? Ich habe ja mal selbst ein Video dazu gemacht, aber das, boah. Ey, ich bin an mein Limit gekommen, ne? Boah. Excuse me? Mitglied seit 6 Monaten. Okay, sorry, Model. Nein. Heute kein Islands, kein Islands. Zero Islands, Zero Islands. Absoluto Zero Islands. Au. Das sieht nicht so gut aus. Oh. Kuss geht raus an WB Lukas für den 1 Euro. Ehre. Kuss. Und GG an der Stelle. Hab ich vergessen, ne? GG. So. Ich habe keine Freunde. Oh, doch, habe ich. Leute, wir küssen Baby Lukas. Okay. Sag mal, ich mach dich rich. Du machst mich rich. Genau, dein 1 Euro, den will ich verspeisen für einen Döner. Genau. Ey, der Battle Pass, ne? Also wie gesagt, der zieht sich so. Oh, das ist cute. Farmer Cry. Junge, der Mode. Farmer Cry, der ist ja geil. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist. Boah, der Emote und mir gerade ein bisschen echt abgelenkt, ehrlich gesagt, ne? Ja, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Ich hab dir aber auf TikTok schon über 50 Euro gegeben. Echt? Also ich sag jetzt mal no front, aber ich weiß halt nicht, was die Teile wert sind, ne? Ich weiß echt nicht, was die Teile wert sind, das ist das Ding immer. Deswegen, sag mir dann nicht böse, wie ich das nicht verstehe auf TikTok meistens, wie viel die wert sind. Ich mich dann nicht so extrem drüber freue, wie zum Beispiel mit einem Euro oder sowas. Das war jetzt Rank 1. Mal gucken. Uni? Ist hier noch da? Und wenn noch ein neuer kommt, dann ein neuer und sonst, ja. Ein TikTok-Coin ist 0,01 Euro. Krass. Vico. Der Vico hat's geschafft. So, dann gehen wir in Lucky Blocks rein. So. Lucky Blocks.
Boah, schwer. Komm, mach mal hier. Call of the Void. Aber jetzt echt wissen, die Auswahl echt absolut kacke. Be lucky or dirty, okay. Call of the Void, let's go. Haben die anderen? Auf Void. Außer die im Glas kennengenommen. Was für Idioten. Na, Müll. Nehme ich trotzdem an. So. Dann gucken wir mal. Mal nur kurz bis. Noch zwei, die können ja schon mal vorrushen, die drei da. Und ich bin hier der das Bett wieder zubaut. Auch ganz entspannt. Perfekt, let's go. Und wenn ihr ein paar Emeraldos für mich übrig habt, her damit. Ich dann werde dann die Teams mit ausziehen. Oder abziehen, er gesagt. Nicht ausziehen, wäre dumm. Abziehen. Na komm. Ja, nee, geh und nicht. Oh, jetzt geht der Bett. Oh, Baum kommt. Ah, die Bäume kommen. Kurze zwei immer alles sichern. Oh, Ballons, geil. Zwei Emeraldos, auf jeden Fall schon mal safe. Und eine Big Shield Potion. Oh, was? Hä? Ach, das war ein Yeti. Oh, nee. Stimmt, das ist eingefallen. Yeti ist doch eigentlich so ein bisschen based auf dem Hammer. Nur, dass der Hammer noch schlimmer ist halt. Von Infected fällt mir gerade ein. Boah. Macherschwert. So. So, und ich würde sagen, wir gehen auf grün mit dem Teil. So, das heißt, grün kriegt das Teil ab. Und das target auch hier nur in dem gleichen Bums. Oh, Achtung, da ist einer. So, dann wollen wir auch gleich Rüstung. Keo meinte, dass du mit Mamas Kreditkarte Abos gekauft hast. Ach komm. Ich bin immer ehrlich und ich würde sowas niemals machen. Aber der Kerl wird es safe schon tun. Der wird safe sowas machen. Der wäre locker so einer, der was machen würde. Jetzt ernsthaft? Das ist der Lachkick. Oh, da kommt ein dicker Stein an. Ich sehe gerade nichts. Oh, warte. Oh mein. Nein, ich hab die Mausenfähigkeit so extrem hier hoch. Oh mein Gott, warte, ich kann es gar nicht gucken. Nein! Oh! Ich musste gerade. Hat der Schwert nicht bekommen? Oh. Ah, komm, ich hab Vincent's Emeraldos von denen bekommen. Das ist ein Baum. Oh. Bitte sei nicht so viel. Nein, ach Mann. Das gibt's nicht. Uli, wo warst du, wo du mal nicht behaupten, Mann? Hey. Da muss ich ja gleich schon rein. Kleiner? Kleiner? Nennst du mich kleiner? Ich hab viel mehr Abonnenten als dieser Kerbob, Alter.
So richtig auf der Abgrundbasis. Aber mein Auge brennt. Oh Gott. Oh ja, yeah, das kann was werden. Das kann was werden, das Interessante ist hier. Mal gucken. Was macht er jetzt? Eben, das stimmt. Gutes Argument, Baby Lukas. Du hast mehr Abos als Carewood. Das sagt schon alles aus. Ah, sind schon tot. Ich hab mal auf zwei Monitor kurz geguckt. Yo. Ja, F an der Stelle, würde ich mal sagen, ne? Easy! Let's go! Fortnite Battle Pass. Boah, jetzt ist eigentlich der andere Battle Pass, okay. So, dann nochmal drüben und dann warten wir kurz. Mal gucken, ein neues kommt. Okay, Leute, Hunger noch. Im Fall wäre es Vico. Dann im Fall wäre es noch Charlie. Und dann wäre es... hier ein Ranked 1. Außer da kommt was Neues jetzt angelatscht da hinten. Okay, ist gefallen. Ich nenne dich Charlie. Weil da steht Mino Charlie, deswegen nenne ich dich Charlie. Wie nennst du mich? Wie bitte? Das ist unmöglich. Was? Ich bin verwirrt. So. Ist das wirklich kein neuer? Haben wir keine neuen, die nicht noch dran waren? Der da zum Beispiel, guck mal. Der war noch gar nicht. Oder war das ob deiner aus dem Stream? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Na gut, dann genau, glaube, war so. Ja. Komm, dann machen wir noch einmal Lucky Blöcks. Und dann, glaube ich, machen wir erst den Stream aus für heute. Weil wenn eh kaum einer da ist. Ja. Aber Vincent Videos gemacht, das war toll, Vincent. Dann haben wir mit zwei Vincent zwei Videos schon mal geschafft, die ich dann die Woche hochladen kann. Das heißt, am Montag kommt ein Random Game wieder. Am Dienstag kommt dann das 30-30 Ding. Am Mittwoch würde dann der Baumbums kommen. Und irgendwas noch. Mal gucken, was noch so kommt. Generator Speed, wenn König, Resource, Refund, Recourse Fund, hä? Was ist 32 Iron? Das ist ja mega much. Resource Refund, das geilste. Kommt alle zu einer Resource Refund. Hallo? Entschuldigung, was ist der Supercharge? Ha! Ressource Refund. Easy. Get wrecked.
So. Dann droppt mal schnell euer Eisen her, ich einbunken in das Bett, falls er gleich rushen sollte. Eisen, Eisen, bitte. Außer, obwohl jetzt. Nee, jetzt krieg ich schon hin. Jetzt krieg ich schon hin. So. Easy. Easy peasy. Hoppala. Oh. Ha! Einfach auseinandergenommen. So, ich bräuchte 4 Emeraldos. Weil ich wieder hier die Sache, die Aktion starten kann. Aber das auf der Map nur so kacke, da runterzukommen. Komm, die 2 Emeraldos haben wir schon mal. Genau, Last Base. Oder so. Boah, Ehre. Ehre. Dann kann ich gleich wieder Leute mit auf den Sack gehen mit der Maschine wieder. Red hat er getargetet. Machen wir grün mal. Grün. Zack, Abfahrt. Gib mir Kleingeld. Emeraldos, Eisen, alles. So, erstmal Rüstung gönnen hier. Und dann gehen wir mal in die Mitte. Oh, 3 Emeraldos, warte mal kurz. Da fällt mir an, das lassen wir nicht hier, einfach so stehlen. Und noch ein besseres Schwert holen wir mal. Okay, damit ist das Grün jetzt auch raus. Nachher gleich. Wir wechseln kurz das Target, machen wir auf Yellow. Ich finde das so lustig, wie das so verschiebt eigentlich. Das ist schon cool. Na? Ah. Oder? Ich hab da so einen kleinen Fusselhaar auf der Zunge gehabt. Bah. Ah? Oh Gott, was kommt denn her? Noch kurz hier, zack, weiter, komm her, komm her. Hey Vico. Warte mal so. Da. Ja, er hat Schadi eingesammelt. Er hat Schadi eingesammelt. Poh, 3 Diamanten. Auf gelb, immer noch gelb gestimmt, ne? Genau, gelb. Oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ein Tri! Boah, allein hat's zwar. Mega hochgeschossen. Boah, war ganz schön knapp Hase. Hundert Eisen bis jetzt sehr gut. So, da ist auch schon wer. Hä? Ist der doof? Also manche Leute muss ich nicht checken. Manche Leute muss ich echt nicht checken. Ah, eine Angel. Nice, nice, nice. Oh, da sehe ich noch einen Glitch drüben. Bogen. Trap.
Mal kurz hier rüber. Her damit, was gibt es? Oh, nee. Nein, nicht so geil. Nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja, kriegt, oh. Ja, okay, das ist eben Void. Hab ich gesagt, jetzt kriegt das vielleicht jemand anders, aber wenn das eben Void ist, dann ist es eh Geschichte. So, einmal kurz zurück. Nee, nee, denn heute ist nur Islands. Islands heißt schon, das geht schon los, leider. Heute ist nur Bed Wars. Einen Diamantos bräuchte ich noch. Kann ich mit einem Generator mehr ein bisschen aufrüsten. Warte, ich geh mal auf Rot. Red, so. Mal irgendwie, Geld kommt da gar nicht so viel ein. Spielst du in diesem Stream noch Bloxfruit? Wenn ja, kann ich dir helfen? Nee, das haben wir schon gespielt. Das spielen wir nicht mehr. Ha, die Roten kaufen gut ein. Oh, da ist der rote runtergefallen. Sauber. Sauber Buber. Komm, wir können mal ein bisschen angeln hier, ne? Ach, diese Angel, ne? Muss ich ernsthaft jetzt so nah an den Rand stellen? Halt wirklich. Hä? Komm, die Angel ist Schrott irgendwie gerade. Das ist ja unglaublich. Oh, warte, was zeige ich eigentlich nochmal? Rot. Ne, rot gibt's denn nicht mehr. Dann machen wir jetzt noch Yellow. Wie komme ich jetzt hier hoch, ohne mich gleich zu verletzen irgendwie? Geht das? Ja, irgendwie so. Wow. Nein! Oh. Ah, das hat er gedacht. Hä, was war das denn jetzt für eine Aktion hier gewesen? War ja schlecht, die Aktion. Aber der hat stark Input gehabt. Boah. Jetzt brauche ich eine neue Maschine. Oh, ich habe noch welche hier drin, ne? Ah, einer fehlt mir noch. Boah, ist alles so zugemüht. Wir werden dann auch noch durchkommen. Ja, das kannst du vergessen. Dann kommst du nicht durch. Das ist so zugemüht, die Ecke da. Wir brauchen mal kurz da Luft. Auch Luft hier. Mal Platz hier. Boah! Ein Void Sword. Zu wild. Ach. Ach, komm schon. Oder ist es Charlie, die gerade hier im Schibitzen ist? Okay, da gehen wir mal kurz hin. So, das sieht doch schmackhaft aus. Oh, da wäre dann zum Basic gerade, glaube ich, denke ich, oder? Nee, zum Huge. Oh, jetzt aber zu unserer Base. Base, Achtung, Base. Die Profis wieder. Na.
So. Krieg noch einen hin? Nee, krieg nicht. Na, na, na. Trau dich. Oh, der mit seinem Black Hole, ne? Oh mein Gott. Easy Clap. Easy Clap. Was brauchen wir jetzt eigentlich hier nochmal? Komm, ein paar Blöcke. Geht nur fit. Brauch Ressourcen. Nein! Oh mein Gott. Ist hier kein Emma. Oh mein Gott. So ein schlechter Witz. Oh Gott. Oh, ich gehe sogar freiwillig sterben für diesen einen Emerald. Genau, yellow. So. Easy. Und zwar Mini. Noch habe ich noch. Perfekt. Oh, warte. Einmal hoch hier. Ha! Noch eine Mini-Potion. Wow! Ein krasses Zeug. Oh mein Gott. Warum sagt mir denn keiner was? Nein! Hä? Hä? Was für eine Range? Ich check's nicht, die Spiel, Mann. Boah. Ich kann das alles nicht mehr. Charlie, mach bitte das. Mach bitte. Ja, Mann. Oh Gott. Ja. Rippe. GG. Die aber coole Shades, diese Clockwork-Shades, ne? Ah, diese Clockwork-Shades, ne? Was sind das Fake? Ah, ne, die sind nicht echt, ne? Maschallah. Ah, wie toxic. Wie toxic. Das ist alles noch auf Cam. Alles auf Cam noch. Alles auf Cam. Ich hab alles auf Cam. So. Ich hab alles auf Cam. Caught in 4K. Ganz stabiler Hase. Kann man noch nicht so noch rauskommen. Warte. Kuss geht raus an WB Lukas für deine 99 Cent. Ehre, Ehre. Kuss, Kuss. Aber ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit diesen Livestream. War auf jeden Fall ein cooler Livestream und Bloxfruits, ja, war mal cool zum Abchecken auf jeden Fall. Aber wenn euch dieser Stream gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, wenn ihr immer noch Frauen einfach ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich die Glocke aktivieren, dass ihr nichts weiteres von mir verpasst. Und noch mal kleine Sachen, Eigenwerbung. Wie gesagt, aktuell läuft hier diese Aktion mit dem Colin Suit in Kombination von den neuen aktuellen Roblox-Sets, die hier laufen. Deswegen auf jeden Fall abchecken. Es lohnt sich, und wir sagen, wir sehen uns mal. Haut rein, Leute, und... Ciao!